Herzlich willkommen hier bei SimRace TV, Montagabend zur Übertragung des GSMF GT3 Cups von SimRace.net. An meiner Seite, mein Name ist Lutz Enger und an meiner Seite herzlich willkommen Jens Purkott. Und jetzt auf du. Ja, einen wunderschönen guten Abend, Damen und Herren. An meiner Seite natürlich mal Lutz Enger, machen wir es mal so rum. Mein Name ist Jens Purkott. Genau. Ich wusste nicht, ob du mich denn nennst, deswegen habe ich gedacht, machst du das mal fix so. War ja nicht verabredet. Ja, was machen wir hier heute? Genau, was machen wir hier heute? Jetzt fragst du mich, das letzte Mal habe ich dich gefragt. Wir fahren natürlich mit unseren heißgeliebten Porsches hier auf dem A1-Ring. Und ich denke mal, Laguna Seca war großartige Action. Also wird schwer zu toppen sein. A1-Ring ist natürlich eine hammergeile Strecke zum Schnellfahren. Wir haben eigentlich nur zwei wirkliche Stellen, an denen man überholen kann. Und alles andere ist wahnsinnig schnell, aber nichtsdestotrotz, Jens, ich weiß nicht, ob du dich entsinnst an die letzte Saison, ich glaube, da ging es hier auch richtig rund. Es geht hier eigentlich ständig rund. Ich weiß nicht, wie viele Rennen ich hier schon gefahren bin, auch mit dir kommentiert habe. Wir sind hier, glaube ich, auch mal die Langstrecke gefahren. Also ich kann mich an kein langweiliges Rennen erinnern. Genau. Und mit den Jungs hier und mit dem Porsche sowieso nicht. Genau, so, und jetzt gehen wir auch mal live auf die Strecke, damit wir da ein bisschen was sehen von. Und wir befinden uns jetzt im ersten Qualifying. Das sind mal ganze 15 Minuten. Allerdings haben wir natürlich eine relativ kurze Strecke mit Rundenzeiten so um die 1,30. Also ich habe hier auch schon 1,28er Zeiten gesehen. Die werden wir jetzt auch definitiv im Qualifying sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Von den Cracks auf alle Fälle. Wir haben 37 Fahrzeuge. Und leider einer ist ausgefallen. Der Lars Bokowski, dem ist wirklich vor 10 Minuten der Rechner abgeraucht, weil die Netzteil, da geht nichts mehr und kein Pieps, sagt er. Macht er mehr der Rechner. Das ist sehr, sehr schade, aber nichtsdestotrotz werden wir hier hoffentlich gute Action erleben. So. Ja, und Meister Rambo, vierfach Sieger, also alle Läufe bisher gewonnen, ist noch in der Box. Das könnte sich bitter rächen hier, oder? Absolut. Ich denke mal, mit 37 Autos auf so einer kurzen Strecke da überhaupt eine Lücke zu finden, ist schon eine Aufgabe. Ich sehe das hier auf dem Overview, wo wir alle Autos angezeigt bekommen. Da sind nicht mehr viele freie Flächen. Richtig, richtig. Und vor allem musst du ja auch noch berechnen, du brauchst ein paar Sekündchen, bis du wirklich auch Gas geben kannst, da ja die Boxenausfahrt etwas anders ist. Das heißt, man fährt erstmal das ganze Bergaufstück da und muss dann nochmal ganz scharf runterbremsen, um dann rechts auf die Strecke zu kommen. Das sind, ja, Ausfahrt vielleicht so 10, 15 Sekunden, kommt das hin? Je nachdem, ja, so, wo man steht, auf alle Fälle, von Ende der Boxengasse, also 10 Sekunden bis oben hin. Die muss man auch dazu rechnen und da muss man schon ein gutes Händchen dafür haben, wann man da aus der Box fährt, zumal ja die Teams hier alle bisschen unterbesetzt sind personell, das heißt, da ist nicht wirklich jemand, der sagt, so, jetzt kannst du raus und du kommst auf einer guten Position raus. Also sehen das ja auch hier, man, die fahren hier schon Pulk, als wären wir hier im zweiten Lauf. Genau. Und wir sind noch im Qualifying. Richtig, richtig. Also zum Format, klar, Porsche Carrera Cup ist das Vorbild, allerdings fahren wir hier direkt hintereinander, zweimal 30 Minuten, also nicht verteilt auf zwei Tage. Und ja, dem Ganzen geht ein zweigeteiltes Qualifying voran. Das heißt, jetzt fahren erstmal alle und danach sehen wir nochmal 15 Minuten die Top 10. Ich denke mal, der Alex wird sich sagen, ja gut, irgendwie in die Top 10 werde ich kommen. Und mehr ist erstmal nicht nötig. Christian Rückert steht vorne. Dafür brauchen wir nur eine halbe freie Runde, das reicht dem Alex wahrscheinlich. genau. Ja, also Alex Rambo diese Saison so ein bisschen der Ausnahmefahrer hier. Hat allerdings auch damit zu tun, er hat das ja versucht so ein bisschen zu erklären, wenn er sich das Zeit nimmt fürs Training, dann ist er auch so schnell, wie wir ihn bisher gesehen haben. Wenn es aber mal nicht zeitlich nicht passen sollte mit dem Trainieren, dann sieht die Sache schon mal, er hat natürlich eine höhere Topspeed als die, oder einen höheren Grundspeed als die meisten, aber wir haben auch schon anderes gesehen von ihm. Absolut, aber diese Saison scheint er mal so richtig gut in Form zu sein, scheint auch eine Menge Zeit zu haben, weil das, was wir bisher gesehen haben, war einfach wirklich beeindruckend.
teilweise in Laguna Seca mit einer Sekunde Vorsprung auf den Zweitplatzierten, wobei doch von Platz 2 bis Platz 14 innerhalb von der nächsten Sekunde waren. Ja, genau. Also das war schon wirklich eine herausragende Vorstellung. Ja, also ich habe vorhin mal zu einem freien Training geschaut, da war es auch sehr, sehr beeindruckend, die ersten Zeiten. Da waren die ersten 6 Positionen innerhalb von 3 Zehnteln. Und klar, auf so einer Strecke, die relativ einfach zu fahren ist, der Schwierigkeitsgrad jetzt nicht so wie in Laguna Seca ist, die ja auch nicht sehr viel länger ist, die Strecke, aber natürlich mit der Corkscrew noch eine kleine Herausforderung bietet. Das haben wir hier nicht so wirklich. Ist das eine ziemliche, ist das nicht wahnsinnig überraschend, aber schon auch sehr geil. Und jetzt kommt Alex Rambo und fährt seine Runde und haut auch gleich mal eine 28,5 dahin. Ja, wie ich schon sagte, er braucht eine Runde fürs Top 10 und wahrscheinlich braucht er noch eine für die Pole. Das wäre so der momentan normale Verlauf. Aber ich denke mal, mit einem Christian Rückert, René Herzig, auch Andreas Born, Marco Meyer, die sich da gerade vorne so ein bisschen mit rumtummeln, haben wir Leute, die ihn schon mal ärgern können. Und es muss ja nicht immer alles perfekt laufen für ihn. Genau, das ist es. Ich bin ein bisschen erstaunt an die Borde. Klar, langsam war er noch nie, aber heute mal so richtig. Auf wen ich noch zähle, ist definitiv Julian Siebenbiedel. Unbedingt. Der hat vorhin hier lange Zeit die Liste angeführt, auch mit einer 28,3, wenn ich mich nicht täusche. Also noch 2 Zehntel schneller als die Zeit, die sie jetzt Alex Rambo gefahren hat. Da werden wir sehen, was da noch geht. Momentan sieht es auch recht schwierig aus. Also das wird sicherlich noch weniger oder noch enger. Wir gucken mal auf Achim Krause. Hat gesagt, er hat sehr viel trainiert. Also auch da ist mitzurechnen. Wir gehen jetzt einfach mal hin zu dem Achim. Der war ja... Ach, nee, da ist er ja gar nicht. Wo ist er denn? Kolosche. Alex Rambo, da sind wir schon wieder. Ich dachte, der stimmt hier hinten. Aber die Positionen müssen nicht zwingend stimmen, die wir ja haben. Die stimmen erst dann, wenn wir die Zeit gefahren haben. Auf der 34 wurde geführt. Ja, da ist aber der Pferd noch gar nicht. Es macht natürlich Sinn, so ein bisschen bei so vielen Leuten ein bisschen antizyklisch zu fahren. Gerade am Anfang fahren viele, viele Leute raus. Und wenn die wieder reinkommen, kann man dann selber noch eine Lücke fahren. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, der Achim hat, glaube ich, Quali-Verbot, wenn ich mich nicht ganz irre. Stimmt, stimmt. Der Achim hat Quali-Verbot. Richtig. Der hat ebenso, glaube ich, noch der Mike Kolosche. Die haben tatsächlich im letzten Rennen Kipp gedrückt. Das ist strikt verboten, mein Gott. Strengstens wollte ich sagen, strengstens verboten. Also man muss hier immer seine Inlap fahren und vor allem darf man dann nicht wieder rausfahren. Und da war Robert Stratner, unser Autobahnpolizist, gnadenlos und hat Jungs versemmelt. Allerdings wurden die Strafen etwas gelockert, nicht für die beiden, aber auch Julian Siebenbiedel hätte normalerweise Quali-Verbot, aber wir haben diese Strafe etwas abgemildert. Das heißt, er darf nur eine gezeitete Runde fahren. Wo ist er denn jetzt? Auf der 33, der Junior. Und da ist er mit 15. Rückstand. Genau, er ist in seiner einzigen fliegenden Runde. Genau, wenn er jetzt unter die Top 10 kommt, darf er das Top 10 Quali ganz normal fahren. Die Strafe gilt nur für das erste Qualifying. 27, 28, da bleibt er weit unter seiner Bestzeit. Platz 8 im Augenblick. Ich befürchte, das wird nicht reichen. Da sind noch zu viele Topfahrer draußen. Dennis Arner sehe ich, Edgar Wustermann sehe ich da noch. Michael Wurz, Michael Wenzel, Robert Strassner, Sascha Landgraf ist auch noch nicht. Daniel Streblow ist noch auf Platz 10. Ja gut, der ist dann schon im Top 10, aber Sascha Landgraf könnte ich mir vorstellen, der wird hier auch noch irgendwas reisen. Was ist das Buch, was ich jetzt hier gerade? Ah, jetzt. Ja, es ist eng zusammen. Also ich denke mal, die 4 Leute hinter mich, Julian, liegen innerhalb von 2 Zehntel. Also ob er diesen 8. Platz wirklich retten kann, werden wir sehen. Ja. Ich glaube es nicht. So, wir sind jetzt mal hier auf eine Fliegenrunde gegangen mit Sascha Landgraf. Erste Kurve habt ihr gesehen. Richtig Hammer zu fahren. Ähnlich wie Hockenheim. Nur noch ein bisschen enger noch. Muss auf den Punkt getroffen werden. Und hier eigentlich die spektakulärste Stelle. Dieses Anbremsen, dieser 90 Grad oder sogar mehr als 90, 110 Grad rechts.
Genau, die Remus. Genau, die Remus-Kurve, da geht es richtig hier, dann geht berghoch. Dann haben wir oben die zweite 90 Grad, die dann ja auch sehr, sehr schwer anzubremsen ist, weil sie fällt nach links ab und der Curve muss, wenn dann richtig getroffen werden, kommt man aber so halb drauf, haut es an den Hinterwagen weg. So, und jetzt hier die beiden schnellen links. Audi Ultra und Lauda. Genau. Haha, ja, fantastisch. Vorbereitet. Ja. Gut. Also sicherlich die spektakulärste Stelle hier, weil da ist man die ganze Kurve vollkommen am Limit. Da kann man ganz viel Zeit gewinnen, aber auch verlieren. So, dann hier hoch und jetzt eigentlich die schwierigste Passage. Dieses blinde Einlenken hier, dann nochmal kurz aufs Gas und dann hier wirklich so dicht wie möglich an diese Mauer ran. Und ich habe vorhin im Training mehrere gesehen, die Autos zerbröselt haben. Und dann wieder raus auf die Startbahn ziehen. Fakt ist, schnell bist du nur, wenn du da dann Außenspiegel verlierst. Ja, ist so. Genau. Hast du da 30 cm Luft, passt die Linie einfach nicht mehr. Du hast gesehen, du bist außen recht auf dem Curb. Das Auto wird total unruhig. Du kannst da im Moment nicht beschleunigen. Und sofort sind 3-4 Zehntel weg. Also was man in dieser Kurve gewinnen oder verlieren kann, ist unglaublich. Du schmeißt dieses Auto richtig in so ein Loch rein. Und du stauchst das Auto zusammen, hoffst, dass du rechts die Mauer nicht triffst und dann kannst du wieder raus beschleunigen. Also ganz irre. Gerade im Pulk, wenn du nichts siehst, den Vordermann hinterher fährst. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn da so 3-4 Autos innerhalb von 2 Zehnteln fahren, der erste fährt in die Mauer, die anderen fahren hinterher. Also es ist einfach definitiv eine ganz, ganz heikle Stelle, ja. Ja, das Bittere ist ja auch, das Auto fährt ja dann wirklich vor der Mauer. Das heißt, der rammt sich da rein und bleibt da stehen, wie festgewurzelt. Und wenn da ein ganzer Pulk hinterherkommt, die knallen da gnadenlos rein. Also das Auto wird auch nicht zurückgeschleudert oder irgend sowas, sondern der steht dann da, puff. Und dann kracht's richtig. Und der Robert Stratner sagte von dem Briefing, das Heikelste hier ist die erste Kurve. Das sehe ich gar nicht mal so. Ich sehe das wirklich gerade in der ersten Runde, die zweite Kurve. Die sehe ich als Problem, weil da hat man dann oft Paarungen oder ja, eigentlich, nee, Fahrzeuge, 3-4 Fahrzeuge, die da nebeneinander auf die Kurve zuschießen. Und da sehe ich eigentlich so das größte Problem. Absolut. Die erste Kurve ist zwar auch heikel, aber da kann man mehrere Linien fahren. Also, da kannst du auch mal so nebeneinander außenrum ein bisschen ausweichen. Aber gerade hier die zweite Kurve hoch zu Remus, dadurch, dass es berghoch geht, ist der Bremsweg da oben so kurz. Ja. Also, du bremst da locker 30, 40 Meter später als normal. Irre. Und dann geht es richtig scharf. Und wie du gerade schon sagtest, das ist keine 90, das ist eher so eine 110. Da hast du nicht viele Linien. Da gibt es wirklich nur eine schnelle durch und da werden wir, glaube ich, ganz, ganz wilde Manöver sehen. Ja, und wie wir eben gesehen haben, Alex Rambo über den Curve rüber, verdammt hoch der Curve. Das heißt, ist man da ein bisschen quer, geht's nach links in diesen, ja, früher war da mal Wiese, glaube ich. Da konnte man dann da im Wald fahren, zu euch, so was immer, denn man konnte sich da wieder Milch abholen. Wir sind jetzt, glaube ich, kurz vor Ende des ersten Qualifiers und sollten unser Augenmerk, glaube ich, mal auf Platz 10 legen. Da ist momentan immer noch der Julian, hat aber nur 300 Vorsprung vom Andreas Oerlich. 3,5 Hundertstel hätte ich fast gesagt von Michael Wenzel und Sascha Landgraf ist auch direkt da hinten dran. Also super, super eng geht es da zur Sache. Aber noch hat er tatsächlich die Chance, ins Top 10 zu kommen. Ja. So, und wir gucken mal, Andreas Oerlich jetzt 0,934 Sekunden zurück. Das wäre schon zu viel. Das wird er jetzt mit der Linienwahl auch nicht wieder gut machen. Das bleibt bei Platz 11. Wir gucken mal auf die 12, Michael Wenzel. So, der zerdröselt sich hier gerade. Sascha Landgraf. Also das wäre noch derjenige, dem ich es am ehesten zutrauen würde. Ich weiß gar nicht, was mit dem Jungen los ist. Ja, ist so ein bisschen unter den Erwartungen bisher, da hast du vollkommen recht. Ja, Meister 2010, Vizemeister 2010, 2011, Vizemeister 2011, 2012 und auch nur durch eine, ja, etwas andere Art der Entscheidung. Am Saisonende war er eigentlich Meister. Nee, falsch. Falsch. War er nicht. Saisonende war er nicht Meister. Aber gut, erklären wir irgendwann später nochmal. Okay. Wer auch für mich total hinter den Erwartungen zurückbleibt, ist der Robert. Das hat ja letzte Saison ein Podium nach dem anderen eingefahren. Jetzt ist er gerade mal wieder auf Platz 16. Also da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ja, vor allem auf seinem Heim Grand Prix.
Wohl wahr, genau wie der Edgar, der auf der 17 fährt, ne? Er war es regelmäßig auf der Strecke. So, wir haben jetzt noch 3, 2, 1, 0 und jetzt ist die offizielle Zeit des Trainings, des Qualifyings abgelaufen. Und jetzt heißt es, ja, mehr geht nicht. Alle die, die jetzt noch über Start und Ziel sind, können ihre Runde noch gezeitet zu Ende fahren. Ja, und er kommt in die Box, der Sascha. Schau mal, der Andreas Oerlich auf der 11. Ich glaube, der ist noch schnell. Schauen wir mal. Oh, er muss an die Box. Sehr schade. Er hatte nur 14 Rückstand. Ja. So, und jetzt sehe ich hier momentan, ehrlich gesagt, kaum noch eine Chance. Das ist mit Mecha Wenzel. Der ist auch in der Box. Ich sehe hier momentan keinen, der auch nur jetzt noch, also Edgar Ostermann ist noch auf der Strecke. Mit 3,5 Zehnteln Rückstand im ersten Sektor. Was braucht er? Was darf er haben? 0,8. Er muss unter 0,8 bleiben. Ja, das ist jetzt schon wieder zu viel. Ey, das ist vergessen. Das waren die beiden schnellen Kurven. Ja, ja, und das war jetzt hier auch nicht mehr so das. Da kann er auch jetzt gleich in die Box abbiegen. Das versucht er noch. Kriegt auch gerade so ja, wilde Linie. Ja. Ja, so kennen wir unseren Edgar. So, und Dirk Sassmannshausen fährt noch auf die 15, wenn ich das hier richtig sehe. Nee, 16. Ja, dann hat er es geschafft, der Julian. Dann hat er es definitiv geschafft. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Also, ja. Sich ohne richtig einschießen zu können, mal einen raushauen, bei dem Fahrerfeld hier. Ja. Respekt. Also, großes Glück. Also müssen wir demnächst sagen, eine gezeitete Runde plus 2 Sekunden. Ja. Gut. Nein, wir können dem Julian das. Die Regeln sind so, die Strafregelung. Und wir haben ja nicht die Möglichkeit, wie im realen Rennen, Live-Strafen zu vergeben. Beziehungsweise die Möglichkeit bestimmt wohl, aber wer wird dafür diesen Job machen? Und schon gar nicht in dem Sprintrennen, wo man kaum Zeit hat, sich die Szenen vernünftig anzugucken. Also das ist. Eventuell gibt es das zum 24-Stunden-Rennen Nordschleife. Also ich habe den Teams dort eine Möglichkeit offenbart, dass man mit Live Stewards arbeitet. Dann muss aber jedes Team daran teilnehmen. Das heißt, jedes Team schickt für 1 oder 2 Stunden jemanden aus dem Team in die, ja, zu den Stewards und der macht dann da seinen Job. Damit ist jeder einmal dran und wir haben eine saubere Lösung. Gut, so. Jetzt ist es soweit. Jens, wer fängt an? Machen wir 10er Blöcke oder? Können wir gerne machen. Also, wir lesen erstmal die Top 10 vor, die wir gleich nochmal sehen werden. Da haben wir auf der 1 der Alex Rambo, auf der 2 die Andreas Borde, Christian Rückert auf der 3, Sandro Petrocello auf der 4, René Herzig auf der 5, Marco Meyer auf der 6, Daniel Streplow auf der 7, Mario Schilli auf der 8, Thomas Wickler auf der 9 und Julian Siedelbiedel auf der 10. Die 10 werden gleich die Pole Position rausfahren. So sieht's aus. Und weiter geht's mit Position 11, Andreas Oerlich, 12, Michael Wenzel, 13, enttäuschenderweise Sascha Landgraf, 14, Fred Dohnke, 15, Kai Matt, 16, Dirk Sassmannshausen, Platz 17 für Robert Stratner, auch enttäuschend, Edgar Ostermann, auch enttäuschend auf der 18, Michael Würz, Platz 19 und Platz 20 geht an André Burger. Damit haben wir auf der 21 den Dennis Erner, den ich auch gerne weit nach vorne gesehen hätte. Auf der 22 Tom Krüger, der Alfons Schurek auf der 23, Maxi Wolter 24, Andreas Braun 25, Axel Schweiger 26, Felix Appelt 27, Frank Flipsen 28, Michael Betz 29, Phil Ostaschewski auf der 30. Dann mache ich die letzten auch nochmal eben schnell. 31 Steffen Steplow, 32 Kurt Mildenberger, 33 Yves Meklos, 34 Jürgen Engelhardt und auf der 35 haben wir den Achim Krause und der Mike Kolosche bildet den Schluss, oder den Schluss, weil die beiden durften ja kein Quali fahren. So sieht's aus. So, und jetzt geht's ins eigentliche Qualifying. Und ja, und dann werden wir mal hoffen, dass das hier alles super gut und super spannend läuft und wir. Ja, auf wen konzentrieren wir uns? Erstmal auf die Position 10, würde ich sagen. Auf den Julian, weil jetzt kann er nämlich nochmal zeigen, was er drauf hat. Jetzt hat er 15 Minuten Zeit und freie Anzahl von Runden. Das heißt, er hat kein Lap-Limit mehr.
Und ja, Jens, weißt du, wie ich dich in Monza genannt habe? Ich habe mir nämlich heute den Stream, das war diese Sensationsübertragung, wo Sascha Landgraf außenrum in der Parabolika überholt hat, falls du dich entsinnst. Daran entsinne ich mich ja, aber wie du mich da genannt hast. Jens, der Listenleser. Musste ich so lachen, echt. Weil seitdem wir das machen hier, das ist jetzt die zweite Saison, war es immer so. Ja, jetzt lesen wir vor, ne? Also, ja, also ich fange jetzt mal an. So war das dann immer. Naja, und irgendwann habe ich dann gesagt, so, Jens, im Rennen davor muss ich wohl irgendwie gesagt haben, ja, ist doch dein Job. Und dann hast du in Monza gesagt, ja, Listenleser, genau, scheint jetzt mein Job zu sein. Fand ich sehr geil. Ja. Coole Nummer. Also, werden wir absolut sehen. So, Julian ist jetzt auf der Strecke und ja, gucken wir mal, was. Also, wir sind einfach ein paar mehr. Mario Schiene ist auch schon auf der Strecke, Marco Meyer ist draußen. Und Thomas Wickler, Alex Rambo ist draußen, René Herzig. Eigentlich sind sie alle draußen, wenn ich das so richtig sehe. Okay, Sven Lukas steht noch drin und Daniel Streblo ist auch noch nicht drin. Der Daniel Streblo ist, glaube ich, nicht in den. Ach doch, der war noch in den Top 10. Ich wünsche dem Daniel, dass der heute mal ein Erfolgserlebnis hat, weil der gehört eigentlich mit ganz da vorne hin. Und wollen wir mal hoffen, dass das heute klappt. Der hat in den ersten beiden Läufen ziemlich viel Pech gehabt. Also, ja, schauen wir mal. So, jetzt nimmt er hier Schwung. Dann jetzt noch nie. Also er spart noch Sprit, sagen wir mal so. Und jetzt wird er irgendwann, genau, jetzt wird er ins Gas gehen, weil jetzt braucht er den Schwung. Und hier diese Mauer, das ist. Hast du gesehen, diese Kompression so in der Kurve, ja, noch? Das ist, du stauchst das so richtig in dieses Loch rein, das Auto. Das ist ganz, ganz, ganz übel, die Kurve. Ja. So, dazu müssen wir auch gleich sagen, deswegen jetzt diese etwas ungewöhnliche Ansicht. Das Team LSF hat Access als Sportsponsor. Richtig offiziell. Und die haben da einfach auch mal angefragt und das hat funktioniert. Deswegen sind die jetzt hier umlackiert und beziehungsweise neu geklebt und sind jetzt hier für Access unterwegs. Das LSF, so nennt sich das Team. Absolut genial. Ich finde, gerade solche Sachen sollte man immer wieder mal erwähnen und sich auch bei den Jungs da bedanken, die das möglich machen, den realen Motorsport, den Simracing so projizieren. Klasse. Ja, richtig. Ich habe es am letzten Mal, glaube ich, auch schon gesagt, das zeigt einfach, dass das, was wir hier machen, was die Jungs da treiben, einfach nicht als Spielerei angesehen wird. Das ist schon eigentlich was absolut Ernstzunehmendes, was hier auf einem hohen Level ausgetragen wird, von den Fahrern, von der Organisation, von der Veranstaltung, von der Übertragung vielleicht hoffentlich auch. Also ist klasse. Scheint irgendwo Anerkennung zu finden. Ja. So, die ersten zwei Zeiten haben wir schon. Alex Rambo mit einer 28,3, René Herzig 28,7. Jetzt schauen wir mal, wo der Julian handelt. Genau. Der fährt auch eine 28 und zwar eine 28,8. Fährt momentan erstmal auf die Position 3. René Herzig ist dann wohl auf der 2, wenn ich das richtig sehe. Momentan. Also die haben mehrere Runden hier. Die brauchen nicht nur eine fahren. Das wäre noch so ein bisschen der Kick bei der ganzen Geschichte, aber da konnten wir uns, ich glaube, das haben wir gar nicht diskutiert. Ich glaube, das hatten wir letzte Saison mal diskutiert, da konnten wir uns nicht so wirklich durchsetzen. Weil so eine Superpole hat natürlich was, weil dann nicht immer dieselben Kandidaten vorne stehen, weil nicht jeder kann zu jedem Rennen 100% die Leistung abrufen und macht mal irgendwann einen kleinen Fehler und schon steht er nicht mehr vorne, weil die Leistungsdichte bzw. fahrerische Vermögen ist extrem eng hier und extrem dicht beieinander. Also von daher. So, hier das nächste Beispiel für erfolgreiche Sponsoring. Jägermeister hat hier die offizielle Erlaubnis gegeben, dass man das hier bei uns im GSMF Cup so fahren darf. Das Auto ist sogar abgenommen worden. Die mussten es einschicken und alles sowas. Also ziemlich coole Nummer. Ja, was du gerade ansprachst mit dieser Superpole, könnte man, denke ich mal, jetzt wunderbar in den Zeiten von Julian sehen. Er hatte beim ersten Qualifying genau einen Versuch. Ja. Die Zeit war jetzt nicht überragend, sie hat zwar fürs Top 10 gereicht, aber jetzt fährt er die erste Runde
im zweiten Qualifying mit dem Wissen, er hat noch mehrere Möglichkeiten und schon legt er eine bessere Zeit hin. Also du bist einfach nervös, wenn du weißt, du hast nur noch eine einzige Runde, das ist genauso, wenn es um die letzte Runde geht, du fährst rein, du weißt, du musst genau 2 Zehntel finden, um vorne zu stehen. Das sind andere Runden, da ist der Puls anders, da ist der Geschmack auf der Zunge anders, also es ist schon prickelnd. So, Alex Rambo jetzt 83.000stel nochmal schneller als seine bisherige Bestzeit. Ich denke mal, da brauchen wir uns auch nicht wirklich drüber reiten, wer hier heute auf Pol steht. Das wäre dann die dritte Pol in Folge und nehmen wir die Testrennen noch dazu, ist es dann glaube ich die vierte. Obwohl bei den Testrennen ja auch der Christian Rückert sehr erfolgreich war, der ist richtig. Noch so ein bisschen dahinter. Stimmt. Das war Christian, der zweimal auf Pol gestanden hat. So, 91.000stel. Im zweiten Sektor, also extrem konstant der Junge, also das muss man wirklich sagen, weil 91.000stel auf dieser Strecke hier mit dem Geholper, das ist nichts. Ob das jetzt hier so gewollt war, das weiß ich nicht, das sah jedenfalls jetzt nicht so aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt seine Zeit toppt. Nee, da hat er richtig verloren. Also das ist tatsächlich die Schlüsselkurve da oben. Ich habe vorhin im Training gesehen, wirklich die dort einen falschen Einlenkpunkt hatten, zu weit, zu dicht, zu was auch immer in dieser Kurve waren, haben, obwohl sie bis dahin in den beiden Zwischenzeiten, also in den Zwischenzeiten deutlich vorne lagen, dann mindestens 3-4 Zehntel verloren. Der Wackler eben hier bei Alex Rambo war sogar 7 Zehntel wert. Also von daher, ja. So, gucken wir mal, Sandro Petrocello. Also die Jungs sind eine echte Bereicherung. Das Joker Sim Racing Team, die sind seit dieser Saison dabei. Die haben hier jetzt richtig was gekonnt und haben in allen Rennen richtig gut abgeschnitten. Also waren fast identisch. Also wäre das ein reines Team-Event, würden die ja auf einem Auto unterwegs sein, würde ich sagen, top favorisiert. Absolut, ich hatte die Jungs ja vorher auch noch nicht gesehen, du kanntest sie ja aus der anderen Serie, glaube ich, direkt eingeschlagen und machen wirklich Spaß. Ja, richtig. Und nehmen die Sache auch wirklich sehr ernst, waren bei allen Rennen dabei und ja. Viele Grüße dabei, dem Daniel, der heute nicht dabei sein kann. Und ja, wir hoffen, dass du das nächste Mal wieder hier sein wirst. Und wenn es nicht so sein kann, dann ist es, da gibt es Wichtigeres. So, dein Auto bleibt, keine Sorge. So, Julian Siebenbiedel jetzt auf 4. Ja, der Sandro davor gefahren und René Herzig nach wie vor dort. Christian Rückert momentan nur auf 7. Er versucht hier aber noch alles, ist aber noch irgendwie im Warnfahren, da gibt es noch keine Zeit. Ja, mal jetzt auch noch 7 Minuten Zeit. Vielleicht war das jetzt ein Ohm. 7 und 7 Minuten. Was hat er für Zahlen auf dem Heckfenster stehen? War das nicht auch? Sieht auch aus wie eine 7. Ja, das ist mit Sicherheit die PIN von seiner Kreditkartennummer. 77, also bitte. Ja, na, also, ne? Ja, 77. Ja, jetzt, also, ja. Vielen Dank auch nochmal an Alphons. Vielen Updates hier gemacht, die vielen kleinen Verbesserungen. Hack netter gemacht. Irgendwie die paar Stellen, wo noch was durchgeleuchtet hat. Und mal abgesehen davon, dass wir jetzt eine angepasste Sounddatei haben. Onboard-Sounds sind jetzt nicht mehr so brachial lauter wie die Außensounds. Also auch da, ich meine, gut, Alphons ist irgendwie 2 Saisons nicht mehr gefahren und man hat so den Eindruck, er muss motiviert werden mit irgendetwas. Und die erste Motivation waren ja die 2011er, 2012er Autos. Die hatte er 2011 nach dem World Cup, da war er nämlich auf dem Nürburgring. Und die nächste Motivation war dann hier zu sehen, dass hier 40 Leute am Start sind. Und wir haben in Laguna Seca hatten wir tatsächlich volle Fahrerfeld, 40 Autos. Und ja. Und somit er dann jetzt auch wieder gesagt, nein, also jetzt will ich wieder fahren. Das tut er. Erfolge, so wie man sie von ihm kennt.
bevor er aufhörte zu fahren. Also ungefähr da ist er auch wieder. Und ja, aber darum geht es ja gar nicht, weil schon auch, jetzt gucken wir mal hier, was Rückert macht. Sassmannshausen hier schrieb, der Dirk Sassmannshausen schrieb mir nach dem ersten Rennen, da konnte er nur einen Lauf bestreiten. Beim zweiten war irgendwie der Rechner kaputt. Und da schrieb er nur, es ist so hammergeil, in einem so solchen Fahrerfeld zu fahren, weil völlig egal auf welcher Position man steht, man kann überall richtig rennen. Und das ist halt wirklich das Fantastische. Auch in den hinteren Bereichen wissen die Leute, was sie tun. Da sind keine Loops unterwegs, sondern man kann da richtig genauso den Spaß am Rennen fahren haben, wie man das vorne hat. Ja, das ist leider so. Bei 37 Leuten kannst du leider nicht jeden zeigen. Aber kurz noch zur Liste. Ja. Der Marco Meyer hat sich von 10 auf die 5 nach vorne gefahren mit seiner ersten Runde, die er mal sauber zu Ende gebracht hat. Und was mich total wundert, beide Fastlane-Autos, Rückert und Wickler, sind 9. Da bin ich jetzt echt ein bisschen so. Oh, Chili hier mit 5000stel Vorsprung im ersten Sektor. Und wollte ich gerade sagen, der Einzige, der so ein bisschen aus der Reihe fällt, ist der Mario Chili, weil er noch 1,5 Sekunden Rückstand hat. Das wird er jetzt, glaube ich, gerade biegen, oder? Das biegt er jetzt gerade. Ich bin völlig überrascht. 14. 14. hat er verloren im zweiten Sektor. Zweite Startreihe ist damit aber trotzdem noch möglich. Ah, das war ein bisschen zu spät eingelenkt. Du siehst, jetzt. Das Auto kommt hier quer. Wo ist er hin? Ja, in die Box. Nein, da ist er. Nee, der hat die letzte Kurve völlig verhauen. Völlig. So, aber er hat noch 3 Minuten Zeit. Und wenn das Auto noch heile ist, wenn er jetzt nicht eingeschlagen ist, leider eben die falsche Taste gedrückt, falsche Kamera angewählt. Und das ist wieder so, wenn Alex mal außen vor lassen, haben wir Platz 2 bis Platz 9 innerhalb von 6 oder 5,5 Zehnteln. Ja. Also ist schon Wahnsinn. Ja, es sind trotzdem alle innerhalb einer Sekunde. Also bis jetzt auf Mario Chili und dass der schneller kann. Ja, jetzt muss er aber wirklich sehen, dass er die Karre hier vernünftig über die Strecke kriegt. Er darf kein Escape drücken. Er muss zu Ende fahren, sonst steht er im nächsten Quali. Und jetzt kann er nur im Fullspeed versuchen, in die Box zu kommen. Schafft er das dann nochmal rauszufahren? Nee. Dann ist noch 2 Minuten 25. Der ist. Oh, das Auto ist kaputt, oder? Kann das sein? Hat der ein Problem oder fährt der hier Rennspeed? Irgendwie eiert das alles ein bisschen. Ja, sehr langsam für Rennspeed. Ja. Also hier oben über die Kuppe springen die Autos an. Also verlieren die Masse. Nee, er versucht es jetzt nochmal. Er versucht es nochmal und geht jetzt nochmal auf eine neue schnelle Runde. Alles wird so hingewiesen, ne? Sein Schnellplatz fahren müssen wir mit Damen nochmal. Dann ist die Kurve und dann nochmal aufladen und dann rausfahren. Das ist ja nicht klar. Ja, jetzt sind wir schon im ersten Sektor 14 verloren. Das ist genau das, was ich sagte. Er hatte genau diese eine Runde jetzt noch. Ja. Ja, gut, er war jetzt auch übervorsichtig in der ersten Kurve, glaube ich. Beziehungsweise beim Rausbeschleunigen auf die Start und Ziel, weil da machst du die Zeit für den ersten Sektor. Und das ist. Dass ich nachdem er die in der Runde vorher so verhauen hat, hat er sich da wahrscheinlich nicht so richtig getraut. Oh, hat ja Alex noch mal einen rausgehauen und hat er mit seinem Vorsprung auf Platz 2 auf 6 Zehntel vergrößert. Ja, super. Super, Alex. Oh, das wollten wir sehen. Pfeife. Du Noob! Ja, nein, das ist natürlich fantastisch, die Leistung. Nein, also es sieht ganz klar danach aus, dass der Mario hier auf Platz 10 stehen wird. Ja. Was ja grundsätzlich kein so schlechtes Ergebnis ist. Ja, aber fährt das hier auch in die Box. Ja.
Ja, und Christian Rückert auf der 9. Ja. Also Wickler hat wenigstens noch auf die 7 geschafft. Erste Startreihe somit für Rambo und Herzig. Ja, verlegen. Daniel Strebel ja, auf die 5. Ja, da warten wir mal noch. Mal guck dir die Abstände an. Ne? 732, 749, 777. Das ist irre, absolut irre. So, jetzt sollten aber alle drin sein, soweit. Thomas Wickler ist noch draußen, aber ich glaube, keine gezeitete. Also die fährt da jetzt nur noch seine Inlap. Ja, erste Startreihe, Rambo Herzig. Zweite Startreihe, Petrocello Siebenbiedel. Streblo und Borde auf Platz 5 und 6 in der dritten Startreihe. Vierte Startreihe mit Marco Meyer und Thomas Wickler. Und die fünfte Startreihe dann Christian Rückert und Mario Schili. Jetzt bleibt natürlich die große Frage, was ist mit dem Rückert los? Allerdings ist der noch auf der Strecke. Jetzt muss man ja echt mal gucken, ob die Zeit noch, das könnte, nee, ist der noch rechtzeitig hingekommen? Das sieht fast so aus, halbe Sekunde zurück. Das ist doch ordentlich. Das wäre ein Platz 2, wenn der die 15. reinbringt. Aber sah eben auch ziemlich wüst aus. Jungs, immerhin. Er hat zwar noch verloren, aber ja, dann ist jetzt hier Feierabend. Der Sandro hat seine dritte Position behauptet. Ja, die Abstände sind hier wieder was für den Vorlesern. Ja. 17.000, 28.000, 38.000, 37.000, 77.000, 79.000. Das sind die Abstände zwischen Platz 3 und Platz 9. Also nicht einmal ein Zehntel dazwischen. Ja. Irre. Ja. Hammer. Richtig. Und selbst der Sandro ist nur 0,125 Sekunden hinter dem René Herzig auf Platz 3. Also Sandro auf Platz 2, René Herzig auf 2. Gut, jetzt haben wir natürlich mit Herzig und Rambo zwei Superstarter in der ersten Startreihe. Das wird spannend. Das wird spannend. Oh, man hat hier in Österreich, was ist das denn? Ganz besonderes Glas oder das Glas da oben? Haben sie die Zwischendecke vergessen? Ich weiß es nicht. Witzig ist ja auf dieser Strecke hier auch, das ist glaube ich auch seit Jörg Haider so, hier geht es fast überall rechts rum. Also, wir haben gerade mal zwei Linkskurven und das heißt, natürlich ist das eine arge Last für die Reifen. Es ist zwar nicht ganz so reifenmordend wie Barcelona, aber natürlich geht das auch ziemlich heftig auf die Reifen und wir werden sehen, weil Reifen ist immer ein Thema hier und auf den Autos, weil die natürlich auch für diese Sprintrennen ausgelegt sind. Das heißt, nach 30 Minuten ist da nicht mehr so arg viel mit diesen Reifen, sprich auch nicht nach 20 Minuten, bauen die schon richtig doll ab. Dazu kommt, dass es diese irre sensible Bremse, das heißt, das Auto ist auf der Bremse, fährt sich das wie ein Sack Muscheln und die Dinger sind wirklich ohne Zwischengas nicht in eine Kurve zu bewegen. Und das ist eine richtig... Sorry. Was hast du? Der Max Melamed ist ja auch Österreicher. Der schreibt, das war der Kommentar des Jahrhunderts. Ja. Sorry. Ich habe mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich was beigetragen. Der war auch wirklich gut. Ja gut, der Haider lebt nie mehr. Also von daher kann ja hoffentlich nichts passieren. So. Gehen wir ins Warm-up. Ja, bitte. Ich muss mal durchatmen. Ja, ach mein Gott, also ja, ist halt. Ist das jetzt also auch so ein bisschen bewusst? Also, das war's, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, tut mir leid. Also, wenn ich da jetzt irgendjemanden zu nahe getreten bin, tut mir leid. Also, so war das nicht gemeint. Doch, eigentlich schon. gut. So. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier das Salz vernünftig hinkriegen.
Super. Kein Plugin hier drin. Gut, dann kann ich nur hoffen, dass der ganze Scheiß stimmt. Grün. So, 11. So, ich lasse dich mal ganz kurz allein. Ich muss mal eben hier ein paar Leute befragen. Wo ist denn der Andi Oerlich? Ja, mach das mal. Ich kenne das ja nicht anders. Nein, mache ich auch gerne. Und ich werde nicht nur Listen vorlesen in dem Warm-up. Nein, Warm-up ist für mich einmal noch tiefes Durchatmen, ein bisschen entspannen, vielleicht nochmal ein Kaltgetränk holen und sich schon mal so ein bisschen auf die Action vorbereiten, die uns jetzt hier gleich erwarten wird. Denn wer schon mal eine Übertragung hier mitverfolgt hat, weiß, das ist Motorsport vom Allerfeinsten, den wir ja gleich sehen werden. Und ich freue mich riesig. So, da sind wir wieder. Oh, das ging jetzt aber schnell. Ja, ich musste mich nur vergewissern, ob das hier hinhaut. Mit den Herrschaften. So. Ja, dann müssen wir das nachher händisch machen hier. Wir haben nämlich kein... Das ist jetzt auch nicht so das Drama, aber wir haben halt, wir haben normalerweise ein Tool, um die Startaufstellung zum zweiten Rennen zu ändern. Und dazu brauchen wir aber ein Plugin. Und dieses Plugin habe ich jetzt vergessen, so müssen wir das händisch machen, weil wir sind vorhin noch fix auf einen anderen Server gejoint. Und haben den fix eingerichtet. Das ist natürlich, ja, nee, also diese Aufstellung stimmt definitiv. Und um ganz sicher zu gehen. Laden wir das jetzt einmal nochmal in. Genau. So. Ja, Jens, so sieht's aus. Mensch, was passiert am Anfang? Also wenn ich jetzt mal aus Moderatorensicht frei laut denken dürfte, würde ich mir wünschen, der Alex verbremst sich in der ersten Kurve und fällt zurück auf Platz 27. Ja, na gut, ob das passieren wird, das kann ich dir nicht sagen. Müssen wir mal gucken. Also ich sag mal, für die Meisterschaft im Allgemeinen und auch im Besonderen ist schon ganz wünschenswert, wenn der Alex mal nicht ganz vorne landet. Auf der anderen Seite, natürlich gönnen wir dem Alex die Erfolge, weil wenn er so gut unterwegs ist, ja, dann hat er es natürlich auch verdient, keine Frage. Absolut. Und wir gönnen es ihm ja auch, ohne Frage. Ja. Also wir hatten ja auch letztes Mal letztes Jahr den Angie König, der hier alles im Grunde Boden gefahren hat, und da haben wir ja auch nicht gesagt, so, den geben wir jetzt mal 200 Kilo oder so. Lutz, ich bekomme mal die Info, wir wären nicht zu hören, kann das sein? Nö, kann eigentlich nicht sein. Hallo? Ist es nicht zu sehen, das ist tatsächlich so. Gut. Dann brechen wir jetzt hier. Das müssen wir jetzt einmal checken. Ob wir zu hören sind. Noch haben wir die Zeit. Aber der Melamed hat doch eben auch meinen Kommentar gehört. Ah, ich kriege ja auch die Info, wir sind zu hören. Merkwürdig. Ich selber kann mich nicht hören. Ach so. Wer auch immer das geschrieben hat, sagt dem bitte, der soll im Player unten dieses Kreuzchen rausnehmen. Der Player öffnet oftmals als stumm geschaltet.
Und 3D findet das momentan witzig, weil sie glauben, die meisten gucken das im Büro oder so. Also unten, da ist bei dem Lautstärkeregler so ein Kreuzchen, da raufklicken und dann hört man uns auch. Ja, ich habe es jetzt auch gerade gemacht und da war es auch so ein Kreuzchen drin und wir sind gut zu hören, alles ist gut. Wunderbar, so soll es sein. So, Warm-up ist zu Ende. Da hat noch einer irgendwie genickt. Ach so, ja, jetzt sehe ich gerade. Das können wir natürlich jetzt entfernen hier, weil das haut natürlich nicht mehr hin. Da sagt keiner was, dass da unten die Schrift durchläuft, no session, no data. Und ja, logisch, wir sind ja auf einen anderen Server gezogen. Also können da auch keine Datas ankommen. Deswegen nehmen wir die Laufschrift jetzt mal raus aus dem Stream und hoffen, dass wir jetzt gleich ein spannendes Rennen sehen. So, die Jungs wünschen sich viel Glück bereits. Dann wollen wir das mal hier abwürgen und sagen Next Session. Attention Paddock, race car, please proceed to pre-stop area immediately. Mal hier so ein bisschen dahin. Jens, jetzt nicht die Maus bewegen, sonst ist es weg. Da laufen nochmal die Zeiten durch. Der Top 10 natürlich nur. Ja, weiß ich nicht, Jens. Also, es geht. Gut, Hauptsache. Ja. Also die Blair-Leiste seht ihr natürlich nur, wenn ihr eine Maus über das Fenster fahrt. So, dass die jetzt so ein bisschen rumwarpen, ist normal, weil wir hier mit einem Mega-Zoom von unserer Kamera hier rangegangen sind. Das müsst ihr euch vorstellen wie einen digitalen Zoom. Und ja, lasst die Jungs, die da zu fünft in der Garage stehen, mal schon raus. Was war das denn? Der kommt da rausgeschossen aus seiner Garage wie so ein Rennstall. Guck mal, das ist hier nicht mehr der Arbeiter rumfahren. So, weißt du, Opel-Fahrer wollen höflich sein und lassen irgendwelche auf einer vielbefahrenen Hauptstraße, ne, bremsen die von 70 km/h runter, um irgendeinen Traktor die Vorfahrt zu gewähren, der auf seiner Hofausfahrt herauskommt. Das ist ja sensationell. Wer hätte das geglaubt? Hört das auch nochmal auf hier? Dieses Bild in der Cox-Crew, kannst du dich entsinnen? Absolut. Ja, wie das mit der Kamera gerade, da, ja. so unterhalb dieser höchsten Stelle, und da kamen die Autos da oben so runtergefallen. So, pop, 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 und das hört überhaupt nicht auf. Grandios. Ich bin noch da hier. Ich meditiere so langsam. Versuche mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, bevor es hier gleich losgeht. Ja. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass das hier richtig toll. Was macht er denn da? Oh, das war die neue Form des Reifenaufwärms. So, und wie es scheint, habe nämlich jetzt diese Detailbeschränkung rausgenommen und habe auch 41 sichtbare Autos eingestellt. Jetzt ist es so, dass da keiner mehr rumswitcht. Aber guckt euch das an. Da ist in der Realität, sind da gar keine Startplätze mehr. Die mussten wir erst zusätzlich auf die Strecke malen hier. Weil, ja,
Für so viele Autos war die Strecke eigentlich nicht gedacht. Na doch, jetzt braucht doch ein bisschen was da hinten. Ja gut, das darf es jetzt aber auch. Ja, bei der Kulisse darf das alles, ja. Um mal hier ein bisschen ranzukommen. Genau. Das ist jetzt noch nicht der Rennstart, ihr Lieben. Jetzt kommt erst die Formation Lab. Ja, also nicht aufgeregt sein. Da läuft jetzt die Zeit runter und wenn die Ampeln da oben ausgehen, dann hoppala. So, da sind wir wieder. Das muss man jetzt erstmal ganz kurz geklärt haben. Ja, was erwartest du? Ich meine, es wird sicherlich eng werden dann in der ersten Kurve. Die erste Kurve, wie gesagt, die sehe ich gar nicht so als das Problem an, sondern ich sehe eher die zweite Kurve oder dann eigentlich aus meiner Erfahrung Shepherd's hier ein bisschen, hier in der nächsten Kurve. Weil man hier fährt man meines Wissens Topspeed. Weil das hier nochmal so ein bisschen abschüssig geht. Und, und diese Kurve ist halt extrem gefährlich. Man sieht das, so nicht an, aber da ist man ganz schnell mal zu früh auf dem Gas und dann kommt das Heck und man geht nach rechts in diese Leitplanke rein. Und da habe ich so meine Befürchtungen. Aber ansonsten. Hast du vollkommen recht, die Kurve ist das genaue Gegenteil von der Remus, die wir vorhin hatten, die du bergauf anbremst. Diese Kurve bremst du bergab an und fährst nochmal hängend in diese Kurve rein. Ja. Also wenn dann Remus irgendwie 10 Meter zu spät bremst, fährst du im großen Bogen, bist du wieder auf der Strecke. Bremst du hier 3 Meter zu spät, stehst du im Kies oder räumst zwei Vorderleute ab. Also das wird eine ganz, ganz heikle Stelle, da hast du absolut recht. Ja. So, das ist die schönste Stelle hier, definitiv, wenn die daher im Rennspeed hier über diese Kuppe geschossen kommen. Und jetzt kann ich mich wieder daran erinnern, dass wir definitiv den neu gebauten oder umgebauten Kühlring schon in der Verfügung haben. Wir haben jetzt hier den aus Performance-Gründen für den A1-Ring entschieden, wenn es die Performance-Klassen sein soll. Sieht gut aus. Ist Schnee hinten auf den Bergen. Ja. Ramo steht auf der Position und die Abstände sind relativ groß hier. Das sind, glaube ich, ja, so wie in der Formel 1 die Grand Prix. Hier ist man ja mal Formel 1 gefahren. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwo festgelegt ist, wie diese, ich glaube, ob das von Rennserie zu Rennserie unterschiedlich ist. Jedenfalls kommt es mir hier relativ viel vor. So, sollten die Ampeln angehen? Genau. Da sind sie. Und ab geht's. Ab geht's. Und Hamburg gut weggekommen, Herzog gut weggekommen, alle gut weggekommen. Boah, was für ein. Ja. Ja, vorne der René bleibt auf der 2. Der Alex kriegt die Kurven. Hier haben wir den Dreher mitten im Feld. Der steht aber schön weit innen. Da passiert nicht allzu viel. So, und jetzt haben wir. Und vorne kommt der Angriff. René außenrum, ja, das wird nichts. Oh, er hält dagegen. Ja, er hält dagegen, aber Rambo hat das Ding zugemacht. Ist vorne. So, jetzt kommen wir hier, lassen wir die einmal alle passieren, um mal in etwa zu sehen, was hier kommt. Allerdings, ja, die sind alle noch sehr dicht beieinander. Also einen hat es tatsächlich erwischt.
So, und hier ist jetzt wirklich die Stelle, wo ich gesagt habe, das hier ist einigermaßen gefährlich, aber das sieht alles ganz gut aus. Upsala, da kommen sie geschossen, also im hinteren Feld dann doch ein paar Ausrutscher, aber im Großen und Ganzen ist das noch vertretbar. So, und Rambo hat jetzt hier erstmal ja, die nötigen Zehntel, die er braucht, um nicht in den Rückspiegel gucken zu müssen. Für mich total überraschend, Julian Siedelbiedel hat den vierten Platz behauptet. Doch, er ist nicht zurückgefallen am Start. Respekt. Ja, dann sind, wir haben die vorne geschlafen. Na, er hinter ihm. Ja, die auch. Aber er ist ja dran an den Vorderen, also könnte ich nur geschlafen haben. Nicht nett. Ja, das weiß er aber. Aber gut, vielleicht hat er ja tatsächlich mal trainiert. Also hier ist jetzt Jens Sachert, wie soll ich hingehen? Du, ich finde das einfach so genial, dass die vorne die ersten und schon die zweite Kurve einbiegen, während die letzten immer noch auf Startziel einbiegen. Also grandios. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo du hin sollst. Ja, und nirgendwo mehr als eine halbe eine Sekunde dazwischen ist. Ich denke mal vorne Platz 4 und 5, Julian und Christian. Da ist, glaube ich, gerade noch richtig Alarm. Einfach nur um irgendeine Position zu haben, dass sie das Ganze hier ein bisschen entzerrt hat. Also springen wir wirklich nur von links nach rechts. Ich versuche das hier in den Zeiten gerade noch so ein bisschen nachzuverfolgen. Absolut genial. Achim Krause auf die 21 vorgefahren. Auf die 21, der hat schon 15 Plätze gut gemacht. Ja, ja, was soll man kommentieren? Der fährt toll. So. Es ist gigantisch. Also ich bin selten jemand, der sprachlos ist, aber was diese Jungs gerade diese Kulisse hier verbringen, das ist einfach mal irre. Ja, es ist einfach. Man schaut euch das an, man stellt die Kamera fest und es kommt ein Duell nach dem anderen. Ja. Oh, da war eine Lücke. Da war eine Lücke tatsächlich, aber die haben wir vorhin gesehen. Ich glaube, das war das Fahrzeug, was sich am Start da rausgedreht hat. Ich weiß es nicht. Ich sehe Achim Krause auf der 16. Ja. Hinter Robert Stratner schon. Also gehen wir da jetzt mal einfach hin. Ja komm, wir sind jetzt hier zwei Runden haben wir geschafft. Wir machen jetzt schnell mal eben die Top 10. Der Alex Rambo auf der 1. Auf der 2 haben wir den René Herzig. Auf der 3 Sandro Petrocello. 4 Julian Siedelbiedel. 5 Christian Rückert. 6 Andreas Borde, Mario Schili auf der 7, Marco Meyer auf der 8, Thomas Wickler auf der 9 und Sascha Landgraf auf der 10. Und während ich das vorlese, gab es 2 Platzierungsverwechsel. Selbst schuld. Ja, entschuldige, wir wollten zumindest mal sagen, wo wir hier ungefähr uns bewegen. Der Christian hat gerade noch Platz verloren, ist jetzt wieder zurück auf die 7. Ja, dann hat er 2 verloren, er war auf 5, also was wir letztes auf ihm waren. Genau. Oh, nee, Mario Schili ist davor. Mario Schili ist vorgefahren und Marco Meyer ist hinter ihm. Also das ist alles hier total verrückt. Und Mario Schili macht hier Druck auf Julian Siedelbiedel, wie das aussieht. Nee, auf Andreas Borde. So. Hier bin ich. Noch einmal. Keine Abschluss. Nein. Da geht's jetzt auch nicht gerade. Oder gerade nicht. Oh, Achim Krause hat einen Einschlag gehabt. Oh, der fällt zurück bis auf die 24. Ja, mit Yves Nekos. Der auch hier irgendwie drin ist. Ich glaube, Lindenberger, die sind aber alle hier ziemlich in Ordnung drin. Der muss jetzt noch weiter zurückgefallen sein. Auch hier hinten. Hier hinten fährt man ein komplett neues Porsche-Design. Ihr seht das Heck. Upsala! Jo! Der Dirk. Ich denke mal, das Auto ist einfach drin. Ja, aber der Beule, die er da hinten hat. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Appelt in der Box. Streblo in der Box. Steffen Streblo. Achim auch. Achim ist auf der 34 und. Er ist raus. Ja, schade. Er hat da wirklich eine tolle Aufholjagd gestartet.
Er ist nämlich auch schon raus. Oh, ganz bitter. Ja. Ich glaube, der Edgar war das, der da in den die Stadtkollision verwickelt war. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die waren so alle in einem Bereich. Der Edgar war so 13, der Achim Krause ja so 14, 15. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da vielleicht einen Vorfall in der letzten Kurve gab, dass da wirklich einer an die Mauer gefahren ist und direkt 3-4 Autos mitgerissen hat, so irgendwie die da zusammen waren. Ja, kann gut sein. Das ist gut denkbar. Also wir werden es jetzt auf die Schnelle nicht geklärt kriegen. So viel Personal haben wir nicht. Und beziehungsweise die Teams haben auch nicht so viel Personal, dass sie jetzt einen abstellen können, der uns das jetzt erzählt, weil die fahren nämlich alle gerade selber. So, gut. Den haben wir jetzt lange genug gezeigt. Der ist in der Verfolgung. Gehen wir nach vorne auf die 5. Und dann gehen wir genau dahin. Andreas Borde ist hier, ja, Andreas allein voraus. Ja, genau. Allein voraus. Allein voraus macht gerade der Alex eher vorne, ja. Ja, ja. Also das hier ist, das ist ganz bitter für den Andreas. Witzigerweise, ja ganz gut dabei gewesen. Und der Julian vorne auf die 3. Ja. Ist am Sandro vorbei. Ja. Das habe ich auch noch nicht gesehen, genau. Die scheinen aber irgendwie so halb nebeneinander zu fahren, was ich da gerade so gesehen habe beim Vorbeifahren. Hintereinander, aber das kann natürlich bei der Zufahrt auch nicht gehen hier. Nee, also Sandro ist ein ganzes Stück weg jetzt von Julian. Nee, konzentrieren wir uns auf die beiden hier. Ja, der Christian will vorbei, der muss vorbei, der hat einfach ganz andere Ansprüche, gerade nach den Testrennen. Oh. Ja. Das ist hier, Andreas Borde hätte eigentlich Kante heißen sollen, das heißt, der macht hier nicht Platz. Vergiss es. Ja, wenn du da innen vorbeigehst, beförderst du den anderen direkt in den Kies. Wenn der nicht damit rechnet, auf alle Fälle, ja. Vorbeigeschossen. So, und hier geht erstmal gar nichts. Hier könnte der mit 50 km/h durch die Kurve fahren und der Ampel käme nicht vorbei. Aber jetzt ist er schön dran, wenn er jetzt den Christian gut durch die erste Kurve kommt, da hat er den Windschatten hoch zu Remus. Ja, macht auch Sinn, weil hier bist du einfach nicht schnell genug. Jetzt hat er den Sprung mitgenommen, jetzt ist er genau gut raus, jetzt kriegt er den Windschatten, jetzt wird er sicherlich oben und unten starten. Ja, ja, vorne kommt nicht an. Ja. Guck dir das an hier. Die Metallbaus, ja, das war fast nicht anders zu erwarten. Lackaustausch, kleine Beule eventuell auch, aber weiter geht's. Aber Christian ist durch. Christian ist durch, hat er sich klassisch angesaugt und daneben gequetscht. Und klassisch gequetscht, ja. Absolut. So. Und dahinter geht's noch weiter. Mario Schili ist da auch dran und der hat den Sascha Landkraft, der mittlerweile auf 8 fährt, dabei. Und hier kommen wir langsam in die Platzierung. Thomas Wickler Platz 9 und Marco Meyer Platz 10. Also das wäre die Pole für den zweiten Lauf. Ja, und dahinter der Robert und der Kai Matt. Sind auch ganz eng beisammen, haben gerade die Plätze mal getauscht. So, hier geht's rund. Robert Stratner auf den Weg in die Top 10. Ich kann es nicht glauben. Ich glaube, das wäre das erste Top 10-Ergebnis diese Saison. Und 10. Platz wäre eben gleichbedeutend mit der Pole für den zweiten Lauf. Das wäre ganz sicherlich mal eine sehr interessante Konstellation mit The Wall vorne stehend. Ja, genau.
Aber hier sehen wir jetzt den Angriff. Der eine hat ihn gekackt, der andere außen. Also alles gut. Ja, aber jetzt hat der Oberfelder den Windschatten. Da kommt wahrscheinlich jetzt direkt oben der Konter, wenn der Kai ihm eine kleine Lücke lässt. Na, probiert das. Ja, er probiert es jetzt schon, aber das ist zu eng. Kai lässt ihn den Platz. Geht allerdings auch die äußere Linie, die ja grundsätzlich dann erstmal schneller ist. Ja, aber jetzt kannst du direkt den nächsten Versuch hier unten starten. Spät auf der Bremse. Oh, und der presst die Karre da durch. Ja, ein kleiner Wackler hatte. Er hatte einen kleinen Wackler und schon ist der Kai wieder vorbei. Ja. Also grandios. Fantastisch, was die beiden machen hier. Und es gibt keine Lichthupe von Robert Stadner. Das bedeutet, er findet's gut. Also da kann man jetzt echt nicht meckern hier. Und endlich zeigt dir Robert mal wieder ein bisschen was. Obwohl ich gestehen muss, dass ich in dieser Saison seinen Sohn ein wenig vermisse. Ja, ich glaube, der hat jetzt andere Aufgaben, weil er hat ja letztes Jahr seine Schule beendet und ich glaube, er hat jetzt Berufsvorbereitung, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er jetzt schon in der Ausbildung ist. Nach dem Madeira in Abu Dhabi weiß ich jetzt auch nicht verkraftet und ob er da jetzt nochmal darf, will, wie auch immer, also dürfen oder will, dürfen, aber ob er jetzt noch Bock hat, das ist eine andere Frage und ich meine, ich glaube, sie sind recht Krebs an das München und von daher wird er sich wohl erstmal auf seine Ausbildung konzentrieren. Trotzdem schade, die Familienduelle waren immer sehr reizvoll. Ja, stimmt. Aber Ballett hat er definitiv. Und hier sieht es jetzt erstmal so aus, als dass Robert Stadner so ein bisschen das Nachsehen hat. Deswegen gucken wir mal weiter durch. Micha Wenzel auf der 13 hier. Und Andreas Oehrlich, allerdings auch hier jetzt nicht direkt Schlagdistanz. Phil Ostaszewski auf der 15, auf der 16 Mike Losche. Hier sind überall noch nicht wirklich Zweikämpfe, Dennis Erner auf der 17, auf der 18 Fred Dohnke. Das ist aber auch, die sind alle auch gerade mal eine Sekunde auseinander. 19 Steffen Streblo. Ich muss mal ganz kurz dazwischen gehen. Der René Herzig vorne ist zurückgefallen, bis auf die 6. Damit ist der Julian auf die 2. Ja, das ist ja mal. Ist das gerade eben jetzt? Oder? Ich sehe es jetzt gerade zum ersten Mal. Ah, okay. Also du hast ihn nicht fällt. Nein, ich sehe es nur anhand meiner Liste. Okay. genau. So, dann haben wir Yves Mlekos hier auf der 21, auf der 22 Maxi Wolter, 23 Kurt Mildenberger. Das finde ich mal ziemlich respektabel. Alfons Schurek 24, Platz 25 Micha Betz. Und der hat den André Burger im Gepäck. Aber der kommt hier auch noch nicht durch. Nehmen wir das jetzt mal so ein bisschen auch als Alibi, wir zeigen auch was von hinten. Dann warten wir noch die nächste Kurve, aber da ist er gerne ein bisschen zu machen. Ist er nicht? Oh. So, dann haben wir den Dirk Sassmannshausen. Das sind jetzt die Jungs, die hier dann schon mal das neue Design testen. Dahinter den Axel Schweiger. Achim Krause? Hä? Ist wieder dabei, auf der 29. Also ich meine, ich habe den in der Box gesehen, aber gut. Ja. Andreas Braun auf der 30, auf der 31 Steffen Streblo. Christian Rückert ist raus, Christian Rückert ist raus. Oh, 32 mit der Box, war das ganz schnell zu Ende. Frank Flipsen 33, Tom Krüger 34 und Felix Appelt 35, der Rest ist raus. Jetzt muss man noch ganz schnell. Auf welcher Position ist er jetzt gerade? 23. 22. 24. Ja, Hammer. So, das werden wir jetzt mal versuchen, ins Replay zu kriegen. Was da passiert ist. Aber ich. Oh. Ich hab gesehen, was.
einmal zurück nach Windows geswitcht. Das sieht mir fast... Ja, das könnte durchaus irgend sowas gewesen sein. So, da vorne Alex Rambo, alles klar. Julian Siebenbiedel auf der 2. Ich gönne es ihm sehr. Allerdings, absolut. Sandro Petrocello ist noch in Distanzschlagzeug. So, Andreas Border auf der 4 und René Herzig somit jetzt auf der 5. Und hier hinten geht es dann richtig zur Sache. Mario Schili hat immer noch den Sascha Landgraf im Kreuz und den Thomas Wickler. Landgraf brauchen wir nicht weiter erklären. Wickler in dieser Saison, ich glaube, dreimal auf dem Podest. Also, ja, ein Sieg sogar eingefahren, ne? Ja. Genau. Nee. Okay. Bis jetzt hat doch alles Alex gewonnen. Oder? Ja, richtig. Aber er macht hier mächtig Druck auf den Sascha Landgraf. Kein Respekt vor Titeln. Ja, woher auch, weil er kennt ihn ja nicht als Meister. Ich kann nur sagen, er kann gar nicht auf den Kopf switchen. Die Instrumente waren. Da kannst du wirklich genau. Das geht nur für Fahrzeuge nach außen. Wenn du es treffen möchtest. Das ist ja Thomas Wickler. Man muss sich natürlich das mal dran gewöhnen, dass man jetzt sagen, wie viel Gewöhnung man hat, wenn man das vorher nicht hatte. Und dann hier, da ist hier noch ein paar Fahnen, die Fahnen ist freigestellt hier tatsächlich. Also, ich muss mal direkt hier auch die Kamera fahren. Ein bisschen leise, das kann doch gar nicht sein. Ich hab das doch alles fein getestet. Ich glaube, ich muss da näher ran, aber dann steuert es öfter mal. Na, ist egal. Ja, der Christian möge doch mal jetzt hier zu uns kommen. Wenn das doch passt, wir haben noch 8 Runden. Steht da oben 8 noch? Da steht nur 8, genau. Ja. Ja, hier ist jetzt auch so ziemlich der engste Bereich, was ich hier so in meiner Liste sehen kann. Ja, ja, ist definitiv so. Wir waren ja eben einmal durchs Feld. Ja, wenn ich mich nicht ganz irre, haben wir jetzt den Christian hier bei uns. Ja, ist er, Christian. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Ich glaube, du wärst nicht, also du freust dich jetzt nicht so sehr, dass du hier bist, ne? Nö, im Gegenteil, bin tierisch angenervt. Was ist passiert? Ja, mein Lenkrad ist einfach geradeaus weitergefahren, also ja. Es hat gar nichts reagiert. Ich war in der Kurve, denke mir, schön, kann ich einen Angriff starten irgendwann, zeitlich habe ich aufgeholt und dann ist das Lenkrad einfach geradeaus, schnurrt, also Vollgas ja, geradeaus. Ja, gesehen. Mein Gott, ey, ärgert mich jetzt also tierisch. Ja, ja, das ist auf aller Grund. Ja gut, dann brauchen wir nicht so wahnsinnig viel rumrätseln. Wirst du zum zweiten Lauf das in die Reihe kriegen? Keine Ahnung. Also ich hoffe jetzt, dass das Fanatec wie hier jetzt mal hält. Vielleicht mal einrennen wenigstens. Ja. Ansonsten, tja, mal schauen. Also ich werde auf jeden Fall mitfahren. Ja, okay. Ja, das ist ja schon mal was. Und ja. Ich hab's euch allen gesagt. das ist jetzt kein Trost, aber naja gut. Also seh mal zu, dass du das in die Reihe kriegst und das werde ich hier im zweiten Lauf wieder sehen. Und dann, also Krause ist von 37 auf, ob es war 15 oder 16 ja, oder so, genau. Dass er sich wieder gedreht hat. Also hast du gute Chancen, noch um die Punkte zu fahren. Naja, also ich glaube, mich vor allem auch wegen der Teamwertung, ja. Da die meisten eben weit hinten standen und dann sowas hier technischer Defekt ist schade. Ja, ja. Alles klar, Christian. Jo, dann hoffentlich bis nach dem Rennen passen. Genau. Daumen drücken und sind gedrückt und dann, ja, bis dann. Nächstes Mal wieder im Interview. Genau. Ja, toi, toi, toi. Okay. Bis dahin. Ciao. So, das war jetzt Christian Rückert von Fast Lane Racing. Also das haben wir ja gesehen. Also das war schon sehr seltsam, dieses gerade Ausfahren, so wie wir es vermutet haben. Lenkraddefekt.
Und ja, wenn das in der Realität passiert, mein lieber Gesangsverein, aber gut, wenn man Fanatec benutzt, dann muss man halt damit rechnen. Schau mal bitte auf die 16 und 17 und vor allem mal kurz noch mal ein bisschen hinten was zeigen. Genau, ja. Schönes Duell. Fred Dunkel gegen Dennis Erner. Nee, ich glaube, die beiden sind so eng zusammen, ja. Ja, ja, genau. Aber Jens Erner ist da auch noch kurz davor. Nein, das ist der Dennis. Dennis, ja. Mein Gott. Die beiden Erner-Brüder. Ja, aber wie du schon gesagt hast, die Strecke hat nicht wirklich viele Stellen zum Angreifen. Wir sehen zwar enge Manöver, aber Überholmanöver waren jetzt wirklich wenige, oder? Ja, also es ist schwierig zu überholen. Ich kenne es halt noch aus Formel 1 Zeiten, selbst da ist es extrem schwierig. Man hatte ja schon Probleme hier auf diesem Stück das Auto über 300 zu kriegen in der Formel 1. Also es war einfach durch diese Kuhle da unten, war das ja ganz, ganz schwer. Und wenn man die Flügel dann tatsächlich, wenn man so wenig Abtrieb gefahren ist, um das dann zu schaffen, damit man ein bisschen mehr Speed hat als der Gegner, ja, dann hatte man dann das Nachsehen hier oben. Und das ist leider Gottes so. Aber hier, wir haben ja gesehen, es ist auch hier möglich zu überholen. Und schon ganz sicher, wenn man hier solche Fehler macht. Ja, das ist aber dann mehr vorbeilassen. Aber kein freiwilliges. Nein, aber du hast schon vollkommen recht. Ich kann mich gut an dieses Langstreckenrennen erinnern, was wir hier gefahren sind. Da waren wir, glaube ich, einer der wenigen Teams, die mit dem Flügel 1 gefahren sind. Waren komplett verloren in den schnellen Kurven, aber uns hat keiner überholt. Ja, richtig. Also wir sind dann relativ weit nach vorne gekommen, einfach eben nur durch einen unglaublichen Topspeed. Ja. So, ich glaube, es sind hier auch schon ein paar Überrundungen dabei. 5 Runden haben wir noch. Das müsste der Dirk Sassmannshausen sein, da vorne. Ja. Wir haben noch ein paar Ausfälle jetzt gerade dazu, sehe ich. Tom Krüger, Alex Schweiger, Steffen Streblow. Oh. Ja. Ja, auch dass der Daniel da soweit, der ist ja, war ja schon mal bis auf Platz 8 vor. Oder 7 sogar, war der Klappe sogar. Aber auch da muss irgendwas passiert sein. So, René Herzig, wie gesagt, ich glaube, so richtig, also er hat ja angekündigt, dass er diese Saison nicht so ganz vorne mitfahren kann, weil er zu wenig Zeit zum Trainieren hat. Und da wollen wir mal gucken. Ich glaube, der Enrico fehlt auch dieses Rennen. Sein Bruder. Ja, jedenfalls nicht gelesen hier in den Listen. Ja, das ist, ich kann euch versprechen, zum zweiten Rennen wird das hier deutlich actionreicher. Also ich hätte gedacht, dass das hier ein bisschen mehr zur Sache geht, dass sie ein bisschen enger beieinander fahren, aber es ist natürlich klar, so viele Stellen hat man nicht, aber die Stellen, die man hat zum Fehler machen, sind schon heftig und die werden auch gut genutzt. Und deswegen erklären sich dann auch diese Abstände. Sind ja alles eigentlich gar keine Abstände. Das sind halt nur solche Abstände, die nicht zum Überholen tauchen. Ups, ja, da lässt er hier durch. Da gibt es auch ein Danke. So, Rambo 13 Sekunden vor Julian Siebenwiedel. Wahnsinn, das sind schon wieder fast eine Sekunde pro Runde. Ja. Ja, 7/10, so ziemlich genau. Petrocello auf 3, auf der 4 haben wir Andy Borde. Und da ist jetzt aber Klauberherzig so ziemlich dran. Ja, noch nicht ganz, aber ich könnte mir vorstellen, dass der jetzt hier da nochmal Druck macht in den letzten 3 Runden. Ja, auch Platz 11. Der Robert gibt nochmal so eine Schussattacke. Der greift nochmal den Kai an. Man, das geht ja auch mal nur eben um die Pole Position für den zweiten Lauf. Ne? Ja, genau.
So, da das hier noch ein bisschen weit weg ist, gehen wir nochmal zu, ja, das ist aber im Prinzip das gleiche in grün. Robert hat ja auch neues Gerät für zum Lenken und das ist einer der Hauptgründe, weswegen er noch nicht so richtig zu seiner alten Form gefunden hat. Dass die Form ist schon noch da, aber das Lenkrad macht nicht so das, was er gerne möchte. Ja, der Robert hat hier noch nicht aufgegeben. Also ich denke, da werden wir auf jeden Fall noch eine Attacke sehen. Der wird sich hier jetzt hier die Seele aus dem Leib fahren. Hundertprozentig. Wir gucken auch mal zu René Herzig. Also ich habe so den Eindruck, Borde kann das verwalten. Verwalten ist was anderes, aber er hat ihn noch einigermaßen im Griff. Oh, jetzt ist der René aber viel besser durch die letzte Kurve gekommen. Das ist noch zu weit weg. Ja, wichtig ist ja jetzt der Windschatten auf der nächsten. Ja. Auch hier kommt er gut durch. Ist so weit raus. Ja, ging aber noch. Ja, es könnte passen. Könnte passen, aber wenn Borde jetzt schlau ist, bleibt er rechts. Aber du hast hier keinen Windschatten mehr. Der Bremspunkt kommt unglaublich schnell. Das heißt, du hast natürlich noch Windschatten, aber es nützt dir nichts. Ja, es ist zu wenig Platz. Auch hinten der Marco Meyer ist ganz nah dran wieder an dem Sascha Landgraf. Auf 8 und 9. Also jetzt in den letzten Runden probieren sie hier nochmal alle Positionen gut zu machen. Allerdings muss ich sagen, dass ich hier Meyer gerade alleine fahren sehe, mehr oder weniger. Ach nee. Ach, da ist er. Ja, das sah gerade enger aus. Ja, ja, schade. Ja. Aber was hatte ich noch gesehen? Dennis Erner. Dennis Erner macht hier gerade richtig Spaß. Das sind jetzt hier Streblo und Erner. Oh, jetzt außen. Da lässt er eben auch richtig brav Platz. Und schafft das nicht? Nee, er hält dagegen. Ja, und jetzt... Upsala, und jetzt... Oh, und da kommt der Dennis aufs Grün. Da gab es eine leichte Berührung. Das muss man in Kauf nehmen, wenn man hier Attacke fährt in den Passagen. So, wir gehen jetzt aber mal zum Führenden. Weil der geht nämlich jetzt hier gleich das letzte Mal in den dritten Sektor. Ich bin fasziniert. Es ist irre. Also Alex Rambo, ich glaube, da braucht man nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Nein, nicht wirklich. Ja, gut, jetzt sind es nur noch 7 Sekunden auf Julian Siedenbiedel. Obwohl mir hier im Dings deutlich mehr angezeigt werden. Ja, das muss jetzt auch nichts bedeuten, das ist völlig egal, er hat ausreichend Vorsprung. Wir sagen herzlichen Glückwunsch für Alex Rambo. Und da kommt Julian Siedenbiedel. Einmal noch und nicht die Mauer treffen und alles ist schön. Ja, wunderbar. Julian auf der 2 und dahinter rechts der Sandro Petrocello auf der 3. Genau. Kommt er. Wickler, Sprit. Nein. Wickler fällt zurück auf Platz 9. So, René Herzig ist drin. Mario Schili ist drin auf Position 6. Sascha Landgraf auf 7. Ja. Peter Meyer auf 8. Thomas Wickler kommt hier. Ja, auf alle Fälle darüber Stadt und Ziel, aber auf Position 9. Oh, 10 für Kai Matt, das ist unser Polsetter. Platz 11 für Robert Stratner. Hammer. Platz 12 für Andreas Oehrlich, Mike Kolosche auf der 13 ist durch, Michael Wenzel ist durch,
Und hier Feizen, oh Mann, ey. Daniel Strebler auf der 15, Fred Donke auf der 16, Dennis Erler auf der 17, Jörg Engelhardt auf der 18, 19 für Yves Nekos, 19, 20 Micha Beetz. Und die haben, waren hier noch im Fight. Ah, der freut sich auch. Ja, überlebt. Ja, richtig. Ja, das ist aber genau das, was du vorhin schon gesagt hast. Es ist im ganzen Feld überall Bewegung, es sind Duelle. Egal, ob du vorne im Mittelfeld oder im hinteren Feld fährst, du hast überall was zu tun. Du bist nie alleine, gerade bei 37 Startern. Richtig. Das macht auch den Reiz aus. Das ist einfach toll. Oh, hier wird jemand geschoben. Was? Da wurde gerade jemand geschoben. Ach was. Ja, wahrscheinlich kein Sprint mehr. Julian Sieb, ah ne, Julian Siebenbiedel, ne, das passt alles. Da, die beiden, die jetzt zum Startziel kommen. Gehen wir mal in die Totale. Ja, großartig, das sind auch Teamkollegen. Ja, eben. Das war, glaube ich, Ostaschewski, wenn ich mich nicht ganz schwer genau täusche. Richtig. Ja, André Burger und Philipp Ostaschewski. Ja, das war schon wichtig, weil die waren die letzten in derselben Runde mit den Siegern. Ab jetzt, Phil Ostaschewski ist 21. So, dann ab Platz 22 eine Runde zurück. Maxi Wolter 23, André Burger 24, Kurt Mildenberger 25, Dirk Sasshausen 26, Andreas Braun 27, Michael Würz 28, Achim Krause 29, Frank Flipsen 30, Felix Appel, Alfons Schurek auf die 31 gekommen, der erste Ausgefallene. Der ist noch eine Runde 17 ausgefallen. 32 Tom Krüger, 33 Axel Schweiger, 34 Steffen Streblow, 35 Christian Rückert, 36 Edgar Ostermann. So, das waren jetzt hier Herrschaften. Wow. Absolut, aber wir wissen, die zweiten Rennen werden meistens noch spektakulärer, weil so richtig spektakulär war es jetzt hier heute nicht. Es war wieder tolle Action, es war gut anzuschauen, es war toll zu moderieren. Wir konnten es auch mal ein bisschen hin und her schalten, ohne sofort wieder fünf Überholmanöver zu verpassen. Aber vom zweiten Rennen erwarte ich noch mehr. Ja, schauen wir mal. So, jetzt aber nicht in den Kies rollen. Ja, und den auch so anstupsen, dass du nicht von der Piste schießt. Ja. Oh Gott, das muss man können. Ja. So, liebe Porsche-Designer, hier könnt ihr euch wirklich komplett neue Ideen abholen. Ich finde das ziemlich grandios. Also, klar, ich weiß jetzt nicht, ob die Regeln auslegen. Es ist natürlich so, im Quali ist ja Escape verboten. Ne? Ja. Nicht, dass die jetzt hier Angst haben, wenn sie nicht vernünftig ins Ziel kommen, dass sie dann eine Strafe kriegen. Da geht dann auch nochmal richtig eine mit. Ja. Sehr cool. So, ich glaube, jetzt müsste er von alleine in die Box kommen. Wir gucken mal. Ja, tatsächlich. Also hier Motor ist aus. Coole Nummer. Na, bin ich mal gespannt, was die Stewards sagen. Ja, warten wir es einfach. Das war teamtaktisches Fahren, das ist vollkommen okay. So, und jetzt aber nicht zu schnell in die Box kommen, doch. Jetzt kriegst du noch eine Minute Strafe. Ja, es funktioniert der Limiter auch nicht so wirklich, ne? Nee, nicht wirklich. Ja, sehr lustig, sehr lustig. Also, gut, er kommt dahin, wo er hin soll. Und wir sagen... Ja, vielen Dank jetzt erstmal für dieses, aber nicht weglaufen, bloß nicht weglaufen, weil die richtige Action gibt es jetzt im zweiten Lauf, wenn die ersten 10 des ersten Laufes in umgekehrter Reihenfolge stehen. Das heißt, der 10. auf Platz 1 und so weiter. Also das wird mit Sicherheit nochmal eine heiße Nummer.
Ja, was ein Wahnsinn. Aber wirklich. Reverse First 10, ja? Muss ich jetzt einstellen? Genau. Und du musst dann Admin sein auf dem Rechner? Ich bin da hier am Server. Nee, du musst unten, ob das vom Server ausgeht, weiß ich nicht. Kannst es, also wenn du im Spiel bist, in die Chatleiste slash batch Leerzeichen grid.ini. Ja, ja, das ist schon klar, die Uni brauchst du gar nicht schreiben, aber dann muss ich das, ja, das... Geht aber erst im Warm-up, ne? Ja, das ist schon klar, das weiß ich. Ich benutze das ja auch, aber ich habe ein anderes Tool halt. Gut, okay. Kriegen wir hin. So, gut. Meine Damen und Herren, dann werden wir jetzt mal ins Warm-up schalten, damit ihr wieder ein paar vernünftige Bilder kriegt. Die Jungs unterhalten sich jetzt hier sowieso erstmal. Ja, also kurzes Fazit, also wie Jens schon sagte, es war nicht die Hammer-Action, wie zum Beispiel in Laguna Seca, aber es war schon ein spannendes Rennen und wir haben auch, ich sag mal, ein paar krumme Autos gesehen, auch das bleibt bei so einem Fahrerfeld einfach nicht aus, aber wir erwarten uns jetzt vom zweiten Lauf, von den zweiten 30 Minuten nochmal richtig, richtig Action, weil das ist natürlich mit der umgestellten Einstellung nochmal ein ganz anderes, ja, wie soll ich sagen, also da geht es nochmal richtig zur Sache. So. So habe ich jetzt hier kein... hier kein Rennergebnis. Du brauchst es auf dem Server, ne? Da wo du... Davon mal ganz ab, ich hab gar keine Ergebnisdatei. So, was ich hier habe, ist das Quali. Ich werde irre. Wo das denn jetzt? Sorry, ich muss hier mal ganz kurz raus. Und ich muss hier mal Ruhe jetzt hin. Ja gut, also während der Lutz jetzt auf der Suche ist nach seiner Result-Datei, um die Startaufstellung zu generieren, kann ich auch noch mal ein bisschen was erzählen. Wir haben ein ganz spannendes Event jetzt in nächster Zeit und zwar findet am 6. Dezember, es ist ein Donnerstag, das erste internationale Bergrennen statt. Das heißt, die drei Top-Ligen aus Italien, Frankreich und Deutschland werden dort einen Event veranstalten, das heißt, die besten Fahrer werden heute verschiedene Klassen gegeneinander antreten. Das Ganze wird natürlich bei Simrace TV live übertragen mit zwei verschiedenen Streams, wahrscheinlich Französisch oder Englisch und der deutsche Stream mit Lutz, mir und einem Bergrenn-Spezialisten. Das wird sicherlich eine ganz, ganz tolle Sache. Solltet ihr unbedingt mal reinschauen, weil es ist, glaube ich, ja, also Lutz sagt, das wäre die Premiere hier für ihn mit Bergrenn. Das ist mal ganz was anderes. Wie gesagt, wir bei Race the Speed Association haben das ja auch bei uns mit im Programm und
wir sind auch recht international. Bei uns fahren ja auch Schweizer mit, Österreicher mit und die Deutschen, wir werden als ein Team eintreten, also als ein deutschsprachiges Team. Und ich denke, wir werden da eine richtig gute Show liefern. Das Ganze wird demnächst in den News stehen bei Simrace TV. Schaut einfach mal rein. Es wird sich lohnen. Bin mir ziemlich sicher. So, das sieht hier ganz gut aus. Die Startaufstellungen werden gerade generiert. Und ich denke, damit spricht nichts dagegen, das Warm-up zu Ende laufen zu lassen. Ja. Ich werde so alt für den Müll. Wieso? Hast du zu Hause ja auf den Rechner geschaut? Nein. Natürlich habe ich Results-Files auch auf dem Server, ganz klar, weil wir haben ja eine neue Session gestartet und wenn man dann die Sessions durchschaltet, dann ist natürlich das Letzte, was oben steht, die Quali-Session. Aber das ist hier die nur vom Durchschalten. Ja, also ich hätte einfach mal 4 Zeilen weiter unten gucken müssen. Das ist mir jetzt gerade aufgefallen, als ich es hier gemacht habe. Also alles ist gut, alles funktioniert und wir sind total glücklich, 25 Sekunden vor Ablauf des Warm-Ups alles in die Reihe gekriegt zu haben. Also liebe Zuschauer, ihr seht, die ihr das Simulations- oder das Rennen mit Rennsimulationen noch nicht so wirklich kennt. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Natürlich fahren wir hier sicher, ohne uns weh zu tun. Wir belasten keine Umwelt. Die Action ist viel geiler als in der Realität, aber es gibt natürlich auch mal negative Dinge, ne? Das darf dann auch sein. Negativ würde ich jetzt gar nicht sagen. Es gibt auch bei uns ein wenig Aufregung jenseits oder neben der Strecke. Genau. Und da das so aufregend war, bin ich gleich wieder da. Alles klar, genau. So, dann schauen wir mal hier noch ein bisschen, bis das jetzt hier die Herrschaften sich eingefunden haben, wieder in der Box. Wer hat das Warm-up gewonnen? Na klar, Alex Rambo, der macht heute das Triple hier. Und, das Quattel. Wie heißt denn das? Genau, ja, also der gewinnt dann alles. Ich weiß gar nicht, ob er das erste Warm-Up gewonnen hat. Weißt du, da müsste man jetzt auch erstmal nachschauen. Aber einer ganz guter angeflogen. Und wir gehen mal jetzt hier in unsere Box und sonst das hier mal ein bisschen offen. Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen leise bin. Ich muss mich zwingen, dicht an mein Mikrofon zu gehen. So, Freunde der Nacht. Ja, so, wir sind da, wo wir sind und wir haben nach wie vor 37 Fahrzeuge und ich hoffe jetzt mal ganz schwer, dass die Liste stimmt. Also auf alle Fälle steht Kai Matt jetzt auf Pol, das stimmt schon mal. Alex Rambo steht auf 10, auch das stimmt. Und ich sag mal, dass Robert Stratner leider Gottes gerade mal noch so Elfter geworden ist. Leider Gottes natürlich aus seiner Sicht. Der Kai Matt findet das alles andere als leider Gottes. Ja, da kann man natürlich dann auch davon ausgehen, dass der Rest hier auch stimmt. Und ich hoffe ganz schwer, dass wir hier jetzt richtig viel Spaß haben. Und ja.
Christian Rückert auf Position 35. Das wird mit Sicherheit sehr sehenswert. Wollen wir hoffen, dass er sich die Karre heilen lässt bei seiner Aufholjagd. Ja, da sind auch welche so schlau, die machen das Licht an, wenn sie aus der Garage rausfahren. Das ist natürlich gar nicht so unklug. So, ich bin dann auch wieder da. Du bist dann auch wieder da, das ist schön. So, wir schauen mal, ob wir hier ein bisschen was noch... Upsala, ja, nee, das geht natürlich dann gar nicht mit Zoom. Schade. Doch, es geht doch. Genau. So. Bis denn jetzt alle wieder hier raus sind, habe ich eigentlich noch Kaffee. Ja, die obligatorische Frage vor so einem Lauf. Was erwarten wir jetzt? Ja, jetzt geht's richtig rund. Erwarten wir, dass der Alex wieder nach vorne fährt? Ja, das ist leider so ein bisschen... Ja, gut, er hat Robert Stratmann hinter sich. Gut, der Robert hat sein gewöhnliches Equipment. Henny Herzig ist jetzt vor ihm. Also der... Also ich denke mal, es kann gut sein, dass er so bis Herzig erstmal hinkommt. Also das könnte ich mir vorstellen. Also bis auf die Position 6 fährt, Herzig würde ich mal schätzen, macht zwei Plätze gut, fährt auf die 4 vor. Ja, was da vorne passiert, Kai Matt, ob er die Nerven hat, ich weiß es nicht. Ich meine, Kai Matt kommt ja nicht ohne Grund im ersten Lauf auf Position 10. Hier auf 10 sind, das heißt auch meistens, dass die in der Lage sind, zumindest im zweiten Lauf auf dem Podest zu bleiben. Und ja, da müssen wir echt mal schauen, was da geht und was da nicht geht. Also ob das klappt oder ob das nicht klappt. Wir werden sehen. Also jetzt bin ich deutlich nervöser als im ersten Lauf, das muss ich ehrlich gestehen. Und ja. Ja, ich bin auch aufgeregt. Was war denn das eben für ein Rubbeln? Ich weiß nicht. Du hast irgendwas geruppelt eben. Hände im günstigsten Fall. Ah! Da! Ah, ich hab mich nervös irgendwie an der Schulter gekratzt, ja. Ah, okay, alles klar. Das, na, das lassen wir auch noch gelten. Danke. Ja. So, was ist jetzt hier los? Ja, das ist auch mal eine nette Perspektive hier. Also das ist ungefähr so, wie wir, oh, fahren, ja, mal, wir fahren mal mit dem Porsche Club zum Rennen. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir auf den Parkplatz kommen. So, hier sortiert sich jetzt Herr Rambo ein. So, wir versuchen jetzt mal etwas. Ja, und so sieht es dann nach hinten aus. Ja, wir sind hier auf Platz 10 übrigens. Ja, also, Wahnsinn. Ne? So, Zeit ist noch nicht ganz abgelaufen. Jetzt. Also eben habt ihr noch so ein Auto so ein bisschen durch die Gegend warpen sehen. Das ist normal, man muss hier nach der Rekonstruktionswert nicht zwingend genau auf seinem Platz stehen. Das reicht, wenn man in der Nähe ist. Die Software stellt dann das Auto automatisch beim Umschalten zur Formation Lab ihn auf den richtigen Platz und dann ist alles gut. Das tut es aber nicht mehr nachher beim Umschalten ins Rennen. Also wenn man da falsch steht, dann muss man rangieren. Übrigens war das auch, ich glaube, Thomas Wickler in Monza. Der hat da ewig hin und her rangiert im zweiten Lauf. Ich weiß das deswegen so gut, weil ich es mir heute nochmal angeguckt habe, das Rennen. Und ja, ging ewig. Und irgendwann tatsächlich, da stand ja immer noch nicht richtig, hat aber der Server dann gesagt, so, jetzt ist gut. Und Jens' lakonische Bemerkung war, ja, das ist das Beste, um die Bremse und die Reifen warm zu halten. Ja, also, ne? Ja. So kannst du den Vorderleuten, die sich richtig viel Mühe gegeben, ja, haben, mal schön Strich durch die Rechnung machen. Genau, genau, vor allem im Monza, ne? Wo du mit 250 genau. Mexikaner anbremst. Ja. Und keine Chance hast du ja nochmal irgendwie die Bremsen auf der Bremsen.
So, nichtsdestotrotz, der Kai möge es uns verzeihen und eventuell auch der Thomas Wickler und der Marco Meyer und der Sascha Landgraf, der übrigens auf 4 steht. Wir werden den Start hier von Alex Rambo auszeigen, weil das ja aus unserer Sicht oder ja im Moment noch aus meiner, aber ich denke mal, Jens stimmt mir dazu. Absolut. Das das spektakulärste werden dürfte. Da war nicht schon wieder einer im Kies da oben. Der Herr Stragner. Mhm. Mhm. Wie war die Strafe dafür nochmal? Da muss ich direkt mal nachschauen. Gut, er darf in der Startaufstellung. Nein, das darf er nicht. Wenn es im letzten Sektor passiert, muss er warten und darf erst in der Startaufstellung wieder auf seine Position fahren. Aber gut, scheinbar ist er da schon wieder. Ja. So, nichtsdestotrotz gehen wir wieder zu Alex Rambo hin. Ich muss ehrlich gestehen, normalerweise hat man, wenn man die Position mit dem Nummernblock anwählt, immer so ein Durchwarpen. Ne? Da geht das einmal alle Autos durch. Das hat man hier heute kaum, trotzdem, dass so viele Fahrzeuge sind. Je mehr das sind, desto langwieriger ist dieser Prozess oder desto mehr fällt er auf. Ja, und da hinten kommen die dann da mal alle im Berg runter. Ist natürlich blöd für die da hinten zu starten, weil die müssen gleichzeitig auf der Bremse stehen, weil sonst rollen die runter. Hier unten, die hier stehen, die würden rückwärts rollen und nur die in der Mitte sind, die bleiben vielleicht von alleine stehen. Das ist gar nicht so. Vielleicht möchte man ja hier in der Mitte starten. So. Ampeln sind an. So, und wir sehen den Start hier und da geht er. Das ist doch mal eine ganz nette Perspektive. 2 hat er schon mit Luft. 3, 4. Ja. Jetzt natürlich die Frage, wie geht das hier aus? Ja, ein paar Fetter. Upsala. Fettereien gibt es hier. Ich konnte es nicht genau sehen, wer das jetzt war. Und hier kommt es. Von Rambo auf 5 und Herzig auf 2. Also ich habe mich genau um eine Position verschätzt. Aber hier geht es gerade ganz heftig zur Sache. Rambo draußen. Oh. Warte. Aber mal eine ganz große Runde gedreht. Oh, 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 oh. Führt das restliche Feld wieder zusammen. So könnte man das vielleicht nennen. So, und wo haben wir ihn jetzt? Auf Position 144 steht am Auto. Das kann nicht ganz stimmen. Auf 6. Also, da hat man gerade einen Platz verloren durch die Aktion. Ja, Wahnsinn. Das finde ich auch ein bisschen motzig. Es hätten ruhig noch 2-3 mehr sein dürfen. So, und wie sieht's vorne aus? René Herzig hat die Führung. Auf Platz 2 haben wir Sascha Landgraf. Das alte Duell. Und auf der 3 fährt Kai Matt. Nicht gefolgt von, ja, wirklich, das ist nicht eine Sekunde Abstand, von Thomas Wittler, Andreas Borde. Ja, also. Ja, weiter brauchst du nicht vorlesen, weil der Rest fährt hier halb nebeneinander. Ja, genau. Ich sehe gerade hinten Christian Rückert auf der 14. Ja, der hat da mal richtig, das war meine Option. Falls jetzt Mr. Rambo das vergeigt hätte, dann hätte ich versucht, ganz schnell zu Christian zu schalten, weil der natürlich hier dann richtig Alarm macht. Jetzt gucken wir mal. Ist ja noch schneller als der Achim vor allem im ersten Lauf. Ja, richtig. So, und jetzt ist er schon auf 13, wenn ich das hier richtig sehe. Genau. Christian Rückert hier macht, also jetzt hat er erstmal ein bisschen Luft. Christian Rückert fährt von 36 auf 10. Pause. Was ist da los? Ist auf der 19. Auch auf dem Weg nach vorne, ohne Frage. Ja. Bleibt allerdings die Frage, ob der. Ups, da stand einer quer. Da stand einer quer, der Julian. Julian Siegenbiegel wird hier gerade durchgereicht und zwar und ganz Daniel gut. Streblo auch. So, jetzt gehen wir da hin. Jetzt ist er auf der 30. Genau, und drücken einmal unsere schöne Taste und dann werden wir mal sehen, was da passiert ist. Oh, ja, da ist noch nichts passiert. Oder ist der schon auf 30? Ja, ich kann es nicht sagen.
Ja. Ah, hier. Hier hat er eine mitgekriegt. Wer war denn das? Jetzt zweimal hatte ihm mal mitgegeben. Nochmal Daniel Schlebo. Ich glaube aber, der hat eine von Rückert bekommen, oder? Nicht auszuschließen. Ins normale Rennen. So, gut, der Julian kann uns jetzt auch noch viel Spaß bereiten. Wir gehen mal wieder nach vorne, weil Alex Abo fährt jetzt bereits schon wieder auf der 4. Und ist jetzt an Kai Matt. Da möchte ich jetzt mal wetten, das wird nicht allzu lange dauern. Versprochen habe, der zweite Lauf deutlich mehr Action wird zum Start. Absolut. Alex, das machst du nicht hier. Alex, das machst du nicht hier. Das war, glaube ich, noch nicht laut genug. Ja, das wäre dann die Variante gewesen, aber jetzt dürfte er ihn kriegen. Jetzt sollte er ihn kriegen. Ja, das passt. Ja. Das passt. Da war ein Übersprung. Ja, so muss man kommen und das reicht jetzt. Ja, Matt hält dagegen, aber jetzt presst er sich nicht. Und das war das Manöver war völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Also da kann man überhaupt nicht meckern. Natürlich haben die sich berührt, aber das ist nun mal eine Tour im Sport so. Aber, da kommt eventuell der Konter von einem sehr respektlosen Kein Markt, aber ich ja, glaube, mehr davon. Ja, genau. Aber jetzt hat sich Bauer erledigt und dafür hat Kai Matt jetzt gleich mal Spaß mit Thomas Wickler. Was war jetzt mit Rambo? Rambo wird geschnupft. Aber einmal links, einmal rechts. Ja, der hat einen Fehler gemacht. Jetzt gucken wir hier nochmal. Das ist nochmal das Manöver. Wo er sich dann gegen... Ja, hier setzt er sich jetzt durch. So, ich spiele mal ein bisschen vor, das ist jetzt ein bisschen albern, aber... Ich denke, er wird überbremst. Ja, er hat das Auto überbremst. Er hat das Auto überbremst, kommt hier kurz quer und das reicht aus. Das war nicht mal eine Sekunde, die mir verloren gegangen ist. Und das war ja auch nicht dabei. Also Hammer. So, er hat es immer noch nicht wieder. Im Gegenteil, er hat hier Stress mit Christian Rückert. Ist gerade wieder zurück auf die 11. Zurück auf die 11 gegen Mario Schili. Wahnsinn. Ja. Also ich denke mal, das Rennen entschädigt ihn für das Ärgernis im ersten Lauf. Jetzt hat er irgendwie wieder gestanden, ist wieder 10. Aber da brennt er mal richtig ein Feuerwerk ab. Ja. Achim Krause, auch schon auf der 13, auch nicht zu vernachlässigen. Ja. Aber das, was hier los ist, das sollten wir auch nicht so ganz außer Acht lassen. Alex kriegt mal gezeigt, was es heißt, sich im Feld zu bewegen, nicht vorne wegzufahren. Oh, da geht einer quer! Andreas Borde. War das Borde, der da quer kam? Ja. Das müsste jetzt auch hier... Ja, oh, aufs Auto überpflanzen. Oder? Nee, das war einfach mal zu wenig Zwischengas oder so. Genau, aber jetzt gibt es hier schon mal ein bisschen, ich glaube, das war Robert Schadler, genau. Der fährt auf 9, der gibt Lichthupe, das bedeutet, ihm gefällt irgendwas nicht. So, und Borde, was macht der jetzt? Der kommt in die Box, oder? Ja, ich glaube, der hat den Splitter vorne verloren, ja. Ja, ich glaube auch.
So. Jetzt wissen wir, wie lange dieser Pitstop dauert, nämlich 17,5 Sekunden. So, ach, jetzt deswegen hat er nicht gewechselt, das Fenster war nicht aktiv, okay. So, und Renny Herzig zieht hier vorne seine Kreise, hat auch schon gut Vorsprung, nämlich 6 Sekunden, aber Alex Rambo ist auf 2. Und ich könnte mir vorstellen, also der hat sich jetzt hier durch gegen Thomas Wickler, der mittlerweile auch an Keimat vorbei ist, hat sich gegen beide durchgesetzt. Und ich denke mal, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, er sieht die beiden nicht wieder, oder? Unwahrscheinlich. Ja. Ja, aber mit dem René, den er jetzt ja noch vor sich hat, da hat er noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ja, da muss er erstmal ranfahren, aber er hat noch 14 Runden. Ranfahren wird er, dafür ist er einfach schnell zu, viel zu schnell. Ja. Aber der René wird da vorne mal ja, die Führungsluft schnuppern und diesen Platz sehr, sehr ungern wieder hergeben. Also der wird sich mal richtig breit machen. Denke ich mal. Natürlich auch arg im Fight. Ja, Christian Rückert ist jetzt gerade vorbei an Robert Stratner. Naja, noch nicht. Jetzt. Jetzt. Ja, nicht. Nee, nein, noch ist jetzt, Robert Stratner. Jetzt nicht. Erstmal nebeneinander. Ja, coole Sache hier. Coole ja. Sache. Stratner bleibt vorne. Ja, The Wall. Ja. Die beiden sind ja seit unserem Treffen auf dem Nockenheimring ziemlich gut befreundet. Mal gucken, wie lange noch. Genau. Christian fährt hier ein grandioses Rennen. Von 37 kommen, 36, 34, weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ganz hinten. Jetzt schon in den Top 10. Und Stratner, hier aber ganz großes Glück. Das war seine eigene Schuld. Er ist über den Körb gekommen. Sicher? Ja, ganz sicher. Also wir gucken es uns gleich nochmal an. Ich will nur nicht so weit wieder vorspulen. Deswegen lassen wir die mal noch ein Stückchen fahren. Und Rückert holt sich jetzt auch gleich noch Chili. Ja, nee, das war nicht Chili, das ist Meier. Ach, was? Ja, ja. Der Rückert hat ein bisschen gelupft, deshalb. So, hier war ich mir nicht ganz noch, sicher. Hier kommen wir jetzt gleich zu der Stelle. Bist du, da ist der Meier noch dahinter. Ja, ja. Ja, nee, wir gibt es hier im Roller Stratner. Also hier ist weit und breit kein Christian Rückert zu sehen. Er kommt hier sehr weit raus. Das Auto wird hier unruhig. Also da war kein. Da war keine Verwirrung. Nein! Ja, also das war allein seine Schuld. Aber hast du gesehen, der Christian musste vom Gas gehen, um eben nicht drauf zu fahren. Ja, ja. Und das hat dann der Mario Chili war es, glaube ich, nicht direkt ausgenutzt. Ja, nicht um hinten drauf, eben nicht hinten drauf zu fahren, sondern um die Freundschaft zu bewahren. Ja, oder so. Genau. So, okay. Nee, das ist Mario Chili, der da hinten. Marco Meier fährt jetzt hinter Christian. Mario Chili fährt jetzt hinter Christian Rückert. Hoppala! Und Robert Stratner jetzt hier mit dem nächsten Fehler. Ach, Robert. Das kostet im Moment noch keine Platzierung, aber ich denke mal, jetzt wird es eventuell, ich weiß nicht, ob er genügend Speed hier mitkriegt. Und ich habe ja. Auch direkt dahinter eine sehr, sehr schöne Dreiergruppe. Ja, genau. Mit dem Fred Dohnke, Daniel Streble und Achim Krause. Richtig, das wird jetzt eine Vierergruppe und ich denke mal, das ist das, was Stratner am wenigsten wollte, nämlich, dass er jetzt Krause und Streblo da im Package hinter sich hat. Boah, was ein Rennen. Also jetzt ist ja schon mal ein bisschen mehr Action hier.
Ja, haben wir doch gesagt, haben wir doch angekündigt und auch ja, unbedingt erwartet, wenn wir mal ehrlich sind. Richtig. Und da vorne kann Herzig den Vorsprung halten gegenüber Rambo. Die fahren in etwa gleiche Rundenzeiten. Herzig sogar in der letzten Runde einen Ticken schneller, 38.000stel schneller. Ja, das freut mich sehr. Also dich, dem René wünsche ich diesen Sieg, wenn er ihnen einfährt, wirklich vom Herzen. Ja. Ja, vor allem, dass die Serie von Rambo auch mal gebrochen wird. Ja. Also nichts dagegen, dass von hier aus kann der Alex alle Rennen gewinnen, aber schöner wäre es schon, auch wenn er mal nicht alle gewinnt. Ja. Upsala. Und da stand schon wieder einer draußen. Aber den können wir... Ja, ich sehe jetzt noch keine Platzierungsverschiebung. Aber Sandro Petrocello ist zurückgefallen. Der war doch vorhin auch Dritter die ganze Zeit oder Vierter. Jetzt auf der 7. Na, das war glaube ich im ersten Lauf, oder? Nee, ich meine, der war vorhin schon weiter vorne. Also den hatte ich jetzt überhaupt noch nicht wirklich auf dem Zettel. So, wie gesagt, hier René Herzig und hier Alex Rambo. Das sind jetzt noch 4 Sekunden. Da muss irgendwas gewesen sein. Also letzte Runde... Zumindest Rambo 7/10 schneller. Thomas Wickler auf 3, auf der 4 Sascha Landgraf. Auch für den freut es mich. Marco Meyer auf der 5. Auf der 6 Kai Matt. Auf der 7 jetzt Christian Rückert. Und der Sandro hier auf der 8. Und jetzt wird es aber für Rückert langsam eng. Also jetzt ist es nicht mehr so flüssig, an den anderen vorbeizufahren. Ja, und der Sandro macht Druck. Ja, wieder mal klasse. Gerade Christian, unglaublich. Also das ist... Ehrlich, ich bin schon wieder fast sprachlos. Weit nach vorne zu fahren, fast 30 Plätze gut zu machen in 10 Runden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Fast 3 Wohnmanöver pro Runde im Schnitt. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Nein, wenn man nicht schon 15 in der ersten Runde beim Start gemacht hätte. Das muss ändert trotzdem mit Schnitt, ja nicht. Ja, nee. Upsala. Und da gibt es jetzt mal einen kleinen Schubsein dran. Sandro, das kostet aber Sandro mehr die Zeit. Weil jetzt ist er erstmal wieder weg. Dafür ist Rückert näher dran. An Teamkollege. Nee, gar nicht auf Teamkollege. Und Kai Matt ist er jetzt direkt dran, ne? Genau. Matt kommt nicht wirklich innen rein. Ich hab das versuchen können, oder? Ja, manchmal muss man sich auch nur antäuschen. Ja. Naja, aber scheinbar hat man tatsächlich bei der Geschwindigkeit nicht den Griff, um wirklich die Kurve perfekt zu fahren. Oh, ei, ei, Mutti. Ja, das ist schon mal hammerharte Action hier. Ja, faszinierend zu sehen. Christian hat ja, wie gesagt, die Testrennen alle schon dominiert. Das zeigt ja einfach heute jetzt in diesem Lauf wieder eine richtig tolle Vorstellung. Der Kai wird er sich auch noch schnappen und ich glaube auch noch, so weit nach vorne ist es nicht. Also mal gucken, wie weit es noch nach vorne geht. Es sind noch 9 Runden. Ja. Ja, wir haben ja dieses Jahr... Ist er hier. Jetzt hat er sich aber wirklich richtig rein, aber ich könnte mir vorstellen, da kommt ein Konter. Genauso ist es. Ja, das war das. 3 Meter zu spät gebremst da unten. Kommt. Ja, genau, diese 3, was du gesagt hast, genau. 3 Meter zu spät und das sind 15 Positionen zurück. Ja, genau. So. Und jetzt hat er dasselbe Spiel wieder wie in der vergangenen Runde hier. Aber so ein tolles Bild hier, die 3. Ja.
Jetzt muss er entweder, ja, Startziel. Da ist er jetzt richtig gut rausgekommen, kannst du sehen, auch eine viel engere Linie fahren. Ja, und das könnte auch wieder was werden. Ja, das passt. Das passt, das sollte passen. Da kann er, ja, da kommt Matt einfach nur zu weit raus. Oh, kam jetzt hier aber auch heftig zurück. Ja, ja gut. Wenn du so, da kannst du, da gehst du nicht vom Gas und lässt den da auch noch vorbei. Will. Also da geht's gerade nur auch zu und durch. Ach, dir das an, die fahren ja irgendwie mit 10, 15 Zentimetern Abstand. Und du weißt, wie schwer diese Dinger zu bremsen sind. Ja, eben. Ich habe noch so ein Auge vorne auf die Spitze, da ist der Alex auf 2,5 Sekunden rangefahren an den René. Da werden wir, glaube ich, ein sehr, sehr nettes Finish erleben. Das könnte gut sein, ja. So, im hinteren Feld gibt es überall Positionswechsel. Also permanent. Ja, ich könnte sagen, gehen wir auf die 11 zum Achim. Ne? Ja, der ist aber ganz alleine unterwegs. Der Achim hat einen 5 Zehntel auf den Robert. Ja, ja. Und dahinter hat er direkt den nächsten, ne, den Daniel. Ja. Ja, das. Okay. Robert Schrager wäre jetzt hier einlaufen. Das passt zum Contender in der Saison. Und jetzt ist er hier, aber oh, jetzt kann er sich nicht entscheiden, wo er hin soll. Hallo, Herr Stratner. Also das ist natürlich jetzt gut. Also damit muss er jetzt leben. Boah. Ja, da gibt er ihm auch noch eine mit. Aber Krause ist durch. Und wenn das so weitergeht, wird höchstwahrscheinlich Steven wieder auch noch wieder leben. Damit Krause auch in die Top 10 vorgefahren. Wir haben gerade den Christian so gelobt, also den Achim sollten wir mindestens genauso loben. An? Wahnsinn! Jetzt kriegt der Robert aber von links und rechts eine. Und der Daniel ist ja noch nicht ganz vorbei, also der Robert wird unten sicherlich nochmal gegenhalten. Ja, definitiv. Du hast gesehen, wie spät er davor ihn gebremst hat. Ja. Die lassen sich den Platz und der Daniel fährt einen großen Bogen über den Körb und ist wieder zurück. Ja, genau. Leute. Ja, aber so wollten wir es doch haben. Ja, ja, natürlich. Anders geht's ja gar nicht. Ich denke mal, Daniel liegt sich jetzt zurecht. Zumindest zwei Geraden. Kommt er nur ran, aber mit Sicherheit nicht vorbei. Ja, das sieht er selber. Also jetzt hier nochmal versuchen, ganz dicht dran zu bleiben, aber da ist er auch ein bisschen weit raus. Wagner hat die Kurve mehr oder weniger perfekt gekriegt. Nee, das reicht nicht. Das reicht nicht. Hoppala! Was ist denn das, Herr Stratner? Und Herr... So, jetzt muss ich das hier mal wieder vorspulen. Ja, irgendwie unrund gerade, oder? Jo. Ah, er kriegt hier voll einen mit. Aber volles Programm. Hätte ich eigentlich erwartet, dass er beim Drehen schon die Lichthupe bekommt. Ja, das Ding, ich glaube, die hat er automatisiert. Gut, aber damit hat sich das erstmal erledigt. Das hier vorne Rambo. Hat er ihn gerade... Nee, Dunkel. Ah. So, aber Stratners Auto scheint noch zu funktionieren. Er überholt jetzt hier Fred Dunkel. Das ist aber meines Wissens eine... Nee, ist kein... Doch. Ist ein Positionskampf gewesen. Gut, da bin
ich mal gespannt, wir gehen jetzt erstmal wieder live, bin ich mal gespannt, wie die Strafen ausfallen im nächsten Mal. Gehen wir vor auf die 4, weil da geht es noch ums Podium, da ist der Sascha Landgraf, glaube ich, direkt im Heckflügel vom Thomas Wickler. Zumindest habe ich gerade noch Qualm sehen. Naja, das ist noch ein bisschen hin. Ah, da scheint aber jetzt was verloren zu haben. Ja, genau. Also irgendwas stimmt da nicht, weil bei der letzten Zeit waren es noch irgendwie 3/10. So, aber ganz vorne geht's rund. Jo. Hier haben wir das Führungsduell. Oh mein Gott. Ja, 5 Runden noch. Ja. Oh, ist der da durchgekommen? Also jetzt ist der Spiegel definitiv abfeuerzig. Herzlich macht, geht ihm rein und oh, da ist eine Überrundung, der geht richtig vom Gas. Ja, das hätte Mörder Crash geben können, jetzt wenn Herzlich zu weit innen gewesen wäre. Hier hält er sich noch. Ich hab's dir gesagt, der René wird diesen Platz nur sehr, sehr ungern wieder hergeben. Aber sie geht trotzdem super fair miteinander um. Er hat ihn in die Luft gelassen. Ja. Ist vorbei. Rambo ist vorbei. Ja gut, aber diesmal hat es wenigstens 16 Runden gedauert. Absolut. Ja, der Trend zeigt in eine eindeutige Richtung. Total. Ja, ich glaube, steil abwärts. Ja, nein, das macht sich aber, glaube ich, in der zweiten oder dritten Runde dann schon vorne. Das Einzige, was eventuell an der Sieg eigentlich schon an einem Punkt ist, schon sein müsste, wäre, dass Herzig vielleicht etwas mehr Reifen hat. Das Rampe zum Reifen morgen fährt, das wissen wir ja spätestens seit letztem Jahr auch das Leben. Aber das ist das Einzige, was er überhaupt jemals mit Platten gefahren hat. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch nicht, wie Herzig jetzt gepusht hat, wo er gesehen hat, Rambo ist auf 2. Also das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaub's nicht. Ich kann mir momentan nicht so wirklich vorstellen, dass ich nochmal vorbeikomme. Ja, obwohl er jetzt richtig gut dran bleibt. Gerade war er ganz, ganz stark auf der Bremse. Ja, aber hier in diesem Bereich gegangen. Ja. Rambo einfach viel präziser. Ja, also das ist dann erstmal so. Wickler auf 3. Also auch den haben wir höchstwahrscheinlich wieder im Interview. Landgraf auf 4. Oh, und hier geht's noch zur Sache. Christian Rückert gegen Sandro Petrocello. Und der ist jetzt durch. Der war die ganze Zeit schon dran, vorne. Ich habe das so ein bisschen an den Zeiten verfolgt. Stimmt. Aber der Sandro ist nochmal aufgekommen. Wir haben noch 2 Runden. Obwohl der Sandro jetzt hier schon mal richtig Druck macht. Ja, ich glaube, der hat wahrscheinlich mit Sandro, so wie es ausschaut, insgesamt die besseren Reifen. Wir haben noch 2 Runden. Und noch eine. Und auch dahinter geht es ja nochmal gut zur Sache. Kai Matt, Mario Schilli und Marco Meyer. Die sind ja auch noch in einem richtig heißen Fight. Mal wieder zurück hier zu Petrocello. Ja, Christian hat sich gerade so ein bisschen freigefahren.
Und nach vorne, der René ist noch immer unterhalb einer Sekunde, also 8 Zehntel jetzt zurück. Und jetzt nur 5. Das ist der Abstand, der ihm jetzt nicht mehr, der fehlt ihm. Er hat jetzt nur noch diese und die nächste Kurve, wo er wirklich attackieren kann. Danach ist Feierabend und da ist er zu weit weg. Ja, denn der Alex ist auch routiniert genug, das Ganze jetzt zu kontrollieren. Wenn er weiß, er kann immer noch ein bisschen zulegen. Ja. Ja, wir gehen jetzt trotzdem nochmal ganz kurz auf Position 6. Das hat sich, glaube ich, jetzt gerade erledigt. Nee, hat sich noch nicht erledigt. Der ist ja so dicht dran, dass man den gar nicht sieht. Aber gut, nein, auch der hat hier keine wirkliche Chance mehr, Petrocello. Also gehen wir wieder vorne zur Spitze. Also ohne Fehler von Rückert geht da nichts mehr. Ja, auch hier, das hat der Alex jetzt im Griff. Ja. Aber es war sicherlich eine ordentliche Portion mehr Arbeit und Aufwand, um dieses Rennen nach Hause zu fahren, als das erste. Auf alle Fälle. Thomas Wickler schon wieder auf der 3. Ja, ich sag's ja. Der macht uns so ein bisschen den Ole, ne? Ja, genau. The Ghost, richtig. Genau, so ganz unspektakulär, immer schön nach vorne fahren. Finde ich toll. Ja. So, herzlichen Glückwunsch. Und Glückwunsch nochmal. Alex Rambo und René Herzig. So, hier kommen Platz 3 und 4. Thomas Wickler und Sascha Landgraf. Und gleich dahinter Christian Rückert und Sandro Petrocello. So, und dann kommt das nächste Package hier, gleich mit 3 Autos. Kai Matt wird 7., Mario Schilly 8., Marco Meyer 9. Achim Krause kommt auf einen respektablen 10. Platz. Robert Stratner wird 11. Vor Mike Kolosche. Dennis Erler 13., 14. Daniel Streblow, 15. Phil Ostraschewski, 16. André Burger, 17. Andreas Oerlich, 18. Julian Siebenbiegel, 19. Fred Bohnke, 20. Edgar Ostermann, 21. Michael Beetz, Dirk Sassmannshausen, 22. Frank Fripsen, 23. Axel Schweiger, 24. 25. Kurt Tom Krüger, 26 Andreas Borde, 27 Kurt Mildenberger, der mir halt wirklich gut gefällt. Ja. 28 Yves Mlekos, 29 Michael Würz, 30 Michael Wenzel, Alfons Schurek, 31. Ja, das sind jetzt die Ausgeschiedenen schon. Der ist gar nicht gefahren, der hat noch 0 Runden, der steht noch in der Box. Ähnlich wie wir. Oder dass er nicht DNF ist. Verstehe ich gar nicht. Ja. Maxi Wolter ausgeschieden, Jürgen Engelhardt ausgeschieden, Andreas Braun ausgeschieden und Felix Appelt ausgeschieden. Wow. Jo, das war wieder so ein Rennen auf dem Level, den wir hier erwarten. Genau. So sieht das aus. So, und wir sagen mal, wir holen uns mal unser Dingenskirchen hier, unser Plakat mal hier hoch. Ja. Oh, Alfons Schure schreibt, sorry, wieder Grafikfehler. Karte ist wohl im Arsche. So. Ja, das ist natürlich eine heiße Kiste. Wow. So, wir bitten zum Interview. Alex Rambo möge bitte zweimal kommen, Sandro Petrocello und Julian Siebenbiegel. Ja. So, Alex. Den
Thomas. Ja, sie waren da. Wollen wir jetzt noch Nationalhymne spielen? Haben wir ja auch mal eine Zeit lang gemacht. Aus bei den wenigen Fahrern. Oh, Kurt Mildenberger ist in den USA, sehe ich gerade. Ja, der hat eine USA-Flagge hinter seinem Team, Teamspeak-Account. So. Los hier mit den Herrschaften. Ah, der erste kommt. Genau. Ah, man hat mich erhört. So. Dann hier auch mal los. Wow. Ja, nicht schlecht das Ganze. Wir hatten dann doch ein, ja, etwas, naja, langweilig war der erste Lauf nicht, aber etwas ruhigeren ersten Lauf, wobei es dann im zweiten so richtig zur Sache ging. Ist der Alex auch schon da? Ja, der ist auch schon da. Aber erst einmal. Ja, Alex, du müsstest dann noch ein zweites Mal kommen, bitte. Na gut, muss auch nicht. Okay, kommen wir zuerst auf. Herzlichen Glückwunsch an Alex Rambo, Sandro Petrocello und Julian Siebenbiedel. Fangen wir mit dem Julian an. Mein lieber Julian, herzlichen Glückwunsch. Dritter Platz im ersten Lauf. Ganz ehrlich, hast du Darts geübt? Erstmal war das der zweite Platz und ja, der Start hat mich selber ein bisschen überrascht. Du stehst mir hier, wirst mir hier auf der, in der Race Ini auf Platz 3 angezeigt. War der Sandro Dritter? Ich schon. Aha, okay. Gut, dann herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Ja, auch nochmal danke. Ja, was war los am Start? Also ich meine, wir waren uns ziemlich klar, wir finden dich auf Platz 8, 9 wieder, nach einem ziemlich guten Quali, aber diesmal hat es funktioniert. Waren ja, die anderen so schlecht oder hast du geübt? Ich habe zwar ein bisschen geübt, aber komischerweise im Training ist der Wagen nicht gerollt, was er jetzt im Rennen getan hat. Ich weiß nicht, ob da wieder irgendwann mit meiner Kupplung nicht stimmt. Mhm. Ja, aber der Start hat eigentlich diesmal endlich mal gut geklappt. Ja. Und ja, ich bin auch fast am Sandro vorbei, aber auf der Innenseite konnte ich leider nicht so viel Schwung mitnehmen auf die Gerade. Da hat er mich dann wieder gekriegt. Okay. Ja, was natürlich jetzt mich am meisten interessiert, wie war das Gefühl, nur eine gezeitete Runde für das Qualifying zu haben, für das erste Qualifying? Nicht so toll, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja, ich habe mir am Anfang, ihr habt da ja viel geübt, da kam meistens so eine 29-0 bei rum und jetzt mit der 29-3 habe ich mir schon gedacht, dass das eigentlich nicht reichen wird. Ja. Aber ja, der Sascha, der kam glaube ich auch nicht so richtig auf Touren und ja, das war dann mein Glück. Ja, ich meine, du hattest noch Daniel Streblo und Sascha Landgraf hinter dir. Das fand ich schon, ja, das war dann gut. Im zweiten Quali hat es dann super geklappt und dann auch ein super Rennstart. Mit einem doch relativ super Ergebnis, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich sehr über den zweiten Platz. Ich konnte zwar nicht die Zeiten aus dem Training gehen, aber ich glaube, das hängt auch ein bisschen mit der Nervosität zusammen. Aber alles in allem bin ich mit dem ersten Rennen super zufrieden. Hat Spaß gemacht. Ja, kommen wir mal noch so ganz kurz zum zweiten. Da hatten wir dich nicht so wirklich auf dem Zettel, Platz 18. Ja. Was war da denn los? Ja, ich wurde ein bisschen unsanft umgedreht. Ah, okay. Und konntest dich nicht wieder erholen davon? Ja, ich stand dann in der dritten Kurve entgegengesetzt zur Fahrtrichtung. Hm. Da musste ich dann erstmal alle vorbeilassen. Gesehen, ja.
Ja, gut. Nichtsdestotrotz auf alle Fälle ein versöhnliches Ergebnis und im Großen und Ganzen dann sicherlich auch ein zufriedenstellender Renntag. Joa. Gut, das wollten wir hören. Ja, dann kommen wir zu Platz 2. Sandro, bist du hier? Ja. Ja, zu Platz 3. Zu Platz 3. Also warum mir das hier umgekehrt angezeigt wird, weiß ich nicht. Ihr hattet nicht auf der Ziellinie noch ein Techtelmechtel irgendwie? Nö. Nö, na denn. Sandro, Glückwunsch. Ja. Platz 3. Wenn ich das so richtig sehe, so langsam kommt ihr, ich meine, ihr habt ja immer gute Ergebnisse eingefahren, immer Top-10-Ergebnisse. So langsam kommt aber in die Gänge, oder? Weil auch im zweiten Lauf hast du ja richtig, richtig Stress gemacht mit dem Christian. Also der kam zwar an dir vorbei, aber das ging ja bis zum Schluss dann auch noch ziemlich eng. Ja, erzähl mal so aus beiden, so einen kleinen Zusammenschnitt. Ja, erstes oder Qualifying lief sehr gut. Hab zwar im Q1 erstmal länger gebraucht, um auf Zeit zu kommen, und dann ist er doch noch gefallen. Q2 hat dann eine Runde geklappt und dann bin ich von 3 gestartet. Und ja, und dann im ersten Rennen bin ich auf Platz 3 gewesen, hab glaub dann kurz auf Platz 4 zurückgefallen und dann war der René Herzig war auf einmal weg, beziehungsweise dann ein paar Plätze weiter hinten. Und dann bin ich das Rennen entspannt auf dem dritten Platz zu Ende gefahren, hab dann am Ende noch ein bisschen Bock bekommen, weil der Sprit ganz schön knapp wurde. Ich bin dann irgendwie mit 0,3 Liter noch ins Ziel gerollt. Beziehungsweise in die Boxengasse gerollt dann in der Auslaufrunde. Ja, und im zweiten Rennen lief es eigentlich ganz gut. Hab dann leider unten kein Matt ein bisschen angeschoben und versucht noch gerade zu stellen, aber das hat dann nicht so ganz geklappt und dann habe ich halt auf ihn gewartet. Ja. Und habe ihn dann wieder vorbeigelassen. Das hat mir dann zwar auch Plätze gekostet, aber gut, es war mein Fehler gewesen. Ja, auch nochmal sorry an der Stelle. Ja, und dann nochmal auf den Christian aufgeholt, aber war nichts zu machen, also kam ich nicht vorbei. Ja, ja, ja. Das war. Hattest du das Gefühl, dass deine Reifen zum Schluss hin besser arbeiteten als die von Christian oder woran lag's? Also es waren eigentlich eher zwei Kurven, wo ich schneller war wie er. Und zwar im letzten Sektor dann die doppelrechts, die Rindkurve und dann da die Zielkurve. Und davor die zwei Linkskurven hat er auch ein bisschen Zeit verloren. Aber dafür ging es bei ihm halt besser beim Rausbeschleunigen. Da war ich anscheinend zu vorsichtig gewesen. Ja, ja gut, aber im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, super Geschichte heute für dich. Und ich denke mal, auch vom Team her seid ihr recht zufrieden, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist echt super gelaufen. Wunderbar. So, dann müssten wir jetzt eigentlich den Alex hier reinnehmen. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich den Alex jetzt an Jens ausliefere. Ja. Gib ihn mir! Ja, ich gebe ihn dir, genau. Ich übergebe an Jens. Alex, du kommst, wirst dann, da du ja auch nur einmal hier jetzt da bist, wirst du auch nur einmal interviewt, genau. Genau, und musst dich zur Strafe auch noch ein bisschen gedulden. Ja. Kommen wir mal zu Platz 3. Thomas Wickler, das wird ja so langsam irgendwie hier zur Tradition, dich auf dem Podium zu haben, oder? Herr Wickler? Ups, ja, jetzt bin ich da, Entschuldigung. Ja, hi. Thomas möchte abgeholt werden. Ja, okay. Nee, wenn das so beibleibt, dann bin ich natürlich voll zufrieden, wenn ich immer auf dem Podest lande, was man ja bei Lauf 1 nicht so behaupten kann. Ja gut, weil dafür haben wir ja zwei Läufe, hast ja jeder mal immer zwei Chancen. Nein, waren noch irgendwie mehr nach vorne drin oder die beiden Jungs waren, glaube ich, unantastbar, oder? Nee, nach vorne ging gar nichts mehr, aber ich konnte den Sascha ganz locker auf 3 Sekunden halten. Was heißt locker? Also ich konnte ihn jederzeit auf 3 Sekunden halten und das war eigentlich mein Ziel, ne? Dass er mich nicht noch schnappt. Ja, klasse. Schön, dich mal wieder hier zu sehen. Ich denke mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein in dieser Saison. Das hoffe ich. Vielen Dank, ja. Ja, kommen wir mal zu Platz 2. René, freue mich. Warte mal, ganz kurz. Bitte. Thomas, wir wollen das nicht dir durchgehen lassen. Was war am ersten Lauf mit dem Sprit? Das war ein Spritproblem. Ich hatte 2 Runden vor Schluss nur noch 4 Liter. Und keine Ahnung, was da passiert ist. Ich muss mich voll verhauen haben. Naja, und dann habe ich Gas rausgenommen. Habe mich noch doberweise weggedreht, weil ich aus dem Takt war. Ja, und dann konnte ich gerade noch P9 ins Ziel retten. Mit 0 Liter bin ich über die Ziellinie gerollt. Alles klar.
Okay, ich wäre drüber hinweggegangen, aber gut. Asche über mein Haupt, ja. Nee, das lassen wir nicht durchgehen. Okay, kommen wir zu Platz 2, über den ich mich persönlich sehr freue, obwohl ich dich ganz gerne noch ein bisschen später interviewt hätte. René, herzlichen Glückwunsch zu Platz 2. War ja mal ein ordentlicher Fight da vorne, aber letztendlich mit stumpfen Waffen, oder? Naja, stumpfe Waffen kann ich nicht sagen. Ich hatte, Start war wirklich super, super geil. Konnte mich gleich von Anfang an durchs Feld pflügen, erste Runde gleich. Und Sascha hinter mir lassen, der auch super gestartet war. Und Runde 12 war dann irgendwie der Knackpunkt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Irgendwie die Reifen, in dieser einen Runde aber nur, haben die Reifen so abgebaut. Ich konnte Alex schön hinter mir halten. Was heißt schön? Er konnte langsam aufholen. Er hatte wirklich einen starken zweiten Sektor gehabt, wo er dann teilweise 4/10, 3/10 aufgeholt hatte. Nur der zweite Sektor dann irgendwie, da hatte ich so einen Fehler in Runde 12, keine Ahnung. Dann hatten die Reifen wieder Grip und dann kam er langsam nahe. Und da hatten wir 4-5 Runden da diesen geilen Fight, was echt Spaß gemacht hatte. Ja, ich würde sagen, erstmal das knappeste Ziel, Einlaufsergebnis von Platz 1 und 2 in dieser jetzigen Saison. Ich meine, die ist nur jung, aber heute war Alex leicht anfechtbar, muss ich mal so sagen. Wollte ich gerade sagen, du warst also der Erste, der in dieser Saison, wenn wir die Testrennen mal außen vor lassen, dem Alex mal ein bisschen Paroli bieten konnte. Hat uns sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich habe auch gesagt, dass du diesen Platz da vorne nur sehr ungern wieder hergeben wirst. Aber es war trotzdem einfach toll zu sehen, wie ihr miteinander auf der Strecke umgegangen seid. Also als der Alex nachher neben dir war, hast du ihm auch die Luft gelassen. Aber bis er da war, das war, glaube ich, schon mal... Hat toller Kampf. Spaß gemacht. Ja. Sah auch so nach aus. Ja. Fairer Kampf, Alex. Glückwunsch nochmal. Ja, danke gleichfalls. Wir hören uns jetzt mal öfters wieder im Interview, ne? So, Alex. Ja, toll. Bis dann. Tschüss. Nein, also grandios. Erste Lauf braucht man, glaube ich, gar nicht drauf eingehen. Großartig. Ich denke, das hast du vom Start, also vom Training an, dominiert und kontrolliert, oder? Ja, der erste Lauf war ziemlich langweilig, aus meiner Sicht zumindest. War ein Start-Ziel-Sieg ohne größere Probleme. Konnte mich da am Start gleich ein bisschen absetzen und den Vorsprung immer weiter ausbauen bis ins Ziel. Und von daher, ja, war ein perfektes Rennen, der erste Lauf zumindest. Ja, im zweiten haben wir mal was ganz Spannendes gemacht am Start. Wir haben uns entgegen die Fahrtrichtung auf dein Auto geschaltet und haben mehr oder weniger laut mitgezählt, wie viele Plätze du gut gemacht hast. Das waren bis zur ersten Kurve direkt 5, aber dann hast du auch in Kurve 2 direkt einen kleinen Fehler gehabt, oder? Ja, der Start, wie du schon sagst, war wieder super. Bis zur ersten Kurve 5 Plätze, dann kam die Spitzkehre oben. Und dachte, okay, bremst du mal ein bisschen früher an, wer weiß, was vorne so passiert. Und auf einmal bekam ich von hinten so einen Schlag rechts auf die Ecke und musste dann geradeaus fahren, oben in der Spitzkehre und habe dadurch ein paar Plätze verloren. Und dann ist komplett der Rhythmus gestört auf einmal. Dann brauchst du mindestens 4-5 Runden, ehe du wieder in Fahrt kommst und dein Auto wieder 100% im Griff hast. Dann kam noch ein kleiner Fehler zu, ein Fastdreher im Fighter und... Ja, dann dauert es halt eine Zeit, bis du wieder komplett bei der Sache bist. Und irgendwann war es dann aber soweit, da war der Rhythmus wieder komplett da und dachte, okay, da vorne René, der ist weg, den holst du heute nicht mehr. Und irgendwann hat er dann einen kleinen Fehler eingebaut, so wie er schon sagte, in der 11., 12. Runde. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist die Chance doch wieder da und gibst du nochmal 110%. Und dann kam der geile Fight zustande mit René. War wirklich absolut geil, hat sehr viel Spaß gemacht, war wunderbar, schön fair, wie es sein sollte und konnte mich dann zum Glück zum Schluss noch durchsetzen und leider Gottes René den Sieg vor der Nase wegschnappen. Ja, von daher kann man mit Platz, mit Rennen 2 natürlich auch 100% zufrieden sein. Geht das jetzt im Laufe der Saison so weiter oder hast du irgendwann mal vor, nicht zu gewinnen? Ja, ich merke schon. Also für euch wird es langsam langweilig da, tut mir auch leid. Vielleicht machen wir mal ein Quali-Verbot oder lassen mal den ersten Lauf weg. Nee. Also ich meine, ich bedauere dich wirklich schwer, wenn du sagst, leider hast du René den Platz weggeschnappt. Also das Leiden, welches du empfindest, das ist dir wirklich ganz deutlich anzuhören.
Aber coole Nummer und ich sag mal, 6 Siege in 6 Läufen. Also ganz ehrlich, Hut ab. Saubere Geschichte. Ja, ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Aber langsam wird es mir ein bisschen ungemütlich, da vorne immer alleine. Nicht, dass ich nächstes Mal hier alleine irgendwo im Channel sitze und... Nein, das ganz bestimmt nicht. Außerdem zeigt ja der Trend deutlich, aber ganz deutlich nach unten. Weil in Laguna Seca brauchtest du im zweiten Lauf 2 Runden. Bis auf die erste Position heute brauchtest du 14 Runden. Also von daher, nee, 16 sogar, 16. Und von daher sind wir da ganz entspannt entgegen. Ich denke mal, du wirst ab dem 5. Lauf mit in der Gentleman's Cup Wertung fahren. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, auf jeden Fall. 1-1 vielleicht noch dazu zu sagen. Weil du sagtest, Laguna Seca war im Gegensatz zum A1-Ring jetzt langweilig. Weil wenn du da vorne wegfährst und spulst deine Runde ab, ist immer ziemlich langweilig wirklich. Und du hoffst irgendwann, okay, ziehst du deine Runde noch durch bis ins Ziel. Und heute war der zweite Lauf, der war super spannend. Also hat viel mehr Spaß gemacht als in Laguna Seca logischerweise. Gerade mit dem Kampf zum Schluss. Und ich dachte, okay... Mal gucken, lässt der René ein bisschen Platz und ja, wer halt die besseren Karten am Ende hat, der soll gewinnen und René war auch super schnell, also selbst die letzten 2-3 Runden, wo ich dann vorbei war an ihm, er hat immer noch mal versucht ranzukommen, gerade in der Spitzkehre, war spät auf der Bremse und so einfach war es nicht, also da einfach mal vorbeizufahren und den Sieg wieder nach Hause zu schaukeln, also ganz so war es diesmal nicht. Ja, das ist, wie gesagt, das, was wir auch zukünftig sehen wollen. Und ich sag mal, ansonsten super Rennen. Klar hat es gescheppert. Tut es immer irgendwie in so einem Fahrerfeld. Und ja, auch die Rennkommission wird ein bisschen was zu tun bekommen, denke ich mal. Im Großen und Ganzen aber astrein. Und ich bin nach wie vor sau stolz auf den Laden hier. Das kann man auch ohne Frage. Okay. Meine Herren, ich wünsche euch was. Ich sage jetzt hier tschüss. Vielen Dank natürlich auch wieder an Jens. Und ja, und wir sehen uns in 3 Wochen dann in Monaco. Ich bin so geil. Ja, das und Leute, und dann kommt mir aber keiner mit einem kaputten Kühlschrank oder irgendwas, dass er nicht mitfahren kann. Also Leute, dann ist hier aber dran. Ne? Also da will ich 40 Autos in der Grid sehen. So, wenn die überhaupt auf die Strecke kriegen, das ist dann auch das nächste Problem. Alles klar. Also, meine Herren, bis dahin, schöne Woche und wir sagen tschüss.